Hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein Prophezeiungsvideo. Diesmal machen wir die Fortsetzung von dem prophetischen Kompendium, Teil 2 heute, das ihr euch ja auch gewünscht habt. Und wir haben ja auch beim letzten Mal beim Vorlesen auch gesagt, dass es da so viel an Prophezeiungen und so viel an Quellen und an Material gibt, dass wir das gar nicht in ein Video packen können. Und deswegen kommt heute dann auch der Teil 2. Ja. Genau, von mir auch ein Hallo. Wir machen das wie folgt, wie wir das vorher schon gemacht haben. Ich lese vor und dann besprechen wir das Ganze. Genau, wie gewohnt. Ne? Genau. Ja, wir fangen an mit den Prophezeiungen, die den Beginn des dritten Kriegsausbruchs in Europa benennen. Und zwar mit Alois Ehlmeier. Es gibt wieder einen großen Krieg, wenn das Getreide reif ist. Die Ähren stehen hoch am Halm, da geschieht der dritte Mord. Nach dem dritten Mord geht's los. Ja, da haben wir wieder die typischen Elemente, die wir auch, wie gesagt, von Alois Ehlmeier kennen und auch von anderen Prophezeiungen auch, dass der Krieg beginnt, wenn das Getreide reif ist, zu diesem Zeitpunkt. Ne? Genau. Hier haben wir auch die Aussage, die Ähren stehen hoch am Halm. Ne? Ja, und da geschieht der dritte Mord, genau. Der dritte Mord ist der dritte Mord am Hochgestellten. Der Mord am Hochgestellten, der auf einer Friedenskonferenz stattfindet. Und genau dann, wenn dieser Hochgestellte umgebracht wird, dann entsteht ja sofort in derselben Nacht noch, wo die Friedenskonferenz stattfindet, der Krieg, der eigentliche, wo der russische Angriff in drei Stoßkeilen gen Westen stattfindet. Dass die Russen dann über Nacht praktisch nach Deutschland kommen. Ja, richtig. Nach dem dritten Mord. Genau, sofort, unmittelbar danach. Genau. Da kann man jetzt spekulieren, wer wird das sein? Da gibt es viele Thesen. Ja, aber wie gesagt, das könnte... Aber vielleicht reden wir ja später nochmal darüber. Ja, genau, ja, richtig. Hier geht es jetzt darum, um diesen Zeitpunkt, die Ähren stehen hoch am Halm. Mhm. Darum geht es jetzt, da vergleichen wir das jetzt weiter. Ich lese jetzt einmal mit dem... Ein Testament vom fliehenden Papstes von 1701. Mhm. Der Krieg wird entbrennen, wenn die Ähren sich voll neigen. Ja, genau, da haben wir ja wieder dieselbe Aussage, wie beim Ehlmeier zuvor bei der Quelle auch. Ne, der dritte Weltkrieg wird dann entbrennen, wenn die Ähren sich voll neigen. Haben wir vorher auch gehabt. Die Ähren stehen hoch am Halm. Genau, passt auch wieder zum Zeitpunkt. Also ist das ja richtig. Immer nach dem Sommer, da wird ja dann geerntet und da passiert das aus. Ja, ja. Sommer, wie gesagt, Hochsommer, besser gesagt, das ist immer der Zeitraum, der das markiert mit dem Getreide. Der Zeitraum Ende Juli, Anfang August. Da erntet man ja auch den Hafer, die ganzen Korn. Ja, genau, Korn. Die verschiedenen Sorten des Getreides, ne? Manche werden vorher geerntet, manche sind dann reif, manche werden erst später geerntet. Aber genau diese Quellen, die wir jetzt vorlesen, da geht das daraus hervor, dass es sich letztendlich immer um den Zeitraum Ende Juli, Anfang August handelt. Und dann wissen wir, wenn es dann in irgendeinem Jahr passiert, dann in diesem Zeitraum. Ja. Das können wir ja anhand des Bildes der Natur erkennen. Hat ja auch ein Seher mal gesagt, ich sehe es anhand des Bildes der Natur. Das sagen ja viele Seher. Es gibt ja viele Parallelen, die immer die das zeigen, dass es dann halt im Sommer sein wird. Ja, genau. Kriegsausbruch immer wird als Sommer geschildert. Ich kenne keine Prophezeiung, die den Winter benennt. Nein, ist auch nicht so. Es gibt manche Leute, die das so machen, speziell eine Person. Aber das ist, wie gesagt, nicht zutreffend. Weil 80% der ganzen etablierten Prophetie in seiner Gesamtheit immer vom Sommer als Kriegsausbruch sprechen. Also wenn dann jemand eine Reihe tanzt und sagt, das ist dann im Frühling, das stimmt nicht. Es ist einfach nicht so. Es ist so, dass es zu 90% mit den anderen Prophezeiungen alles übereinstimmt. Ja, im Sommer ja. Richtig. Aber nicht im Frühling. Nee, also... Ne? Und wer das sagt, das stimmt, dann ist das nicht, das stimmt nicht. Ja. Ich lese jetzt noch eine von Wessel Dietrich Eilert. Von 1833. Aus Osten wird dieser Krieg losbrechen. Dieser Krieg wird sehr schnell ausbrechen. Ja, da haben wir jetzt wieder auch die gleiche Aussage, zum Beispiel wie beim Ehlmeier oder bei anderen Quellen, dass dieser Krieg von Osten her losbrechen wird, also von Osten her. Also er kommt speziell von den Russen. Die Russen greifen Europa an, so beginnt der Krieg. Ja, Hochgestellter wird ermordet, Russen greifen an. Und dann auch sehr schnell. Genau, ja, plötzlich, genau. Plötzlich, wo es keiner erwartet. Richtig, dazu kommen wir jetzt, glaube ich, im nächsten Punkt. Ne? Abends wird man sagen,
Friede, Friede, und es ist kein Friede. Und morgen stehen die Feinde schon vor der Türe. Doch geht's schnell vorüber. Ja, genau, da haben wir jetzt auch den Punkt. Abends wird man sagen Friede, Friede, weil dann die Friedenskonferenz stattfindet. Die Menschen versprechen sich also sehr viel von dem Treffen, weil sie es ja auch nicht anders gewohnt sind, dass solche Kriege bisher in den ganzen Jahrzehnten ja immer abgewendet wurden. Ja. Man hat ein Friedenstreffen gemacht, ein Friedensgipfel, und dann hatten sich die Politiker letztendlich doch geeinigt. In Anführungsstrichen, und die Bevölkerung wird wieder veräppelt. Das sowieso, ne? Aber es ist kein Krieg dadurch entstanden. Man hat es dann doch irgendwie abgewendet. Mhm. Und das erwarten die Menschen dann zu dem Zeitpunkt ebenfalls. Man merkt das ja auch in der Gesellschaft, dass die Menschen daran auch gar nicht glauben, dass die auch immer sagen, ach, es wird doch gar kein dritter Weltkrieg mehr geben, Menschen haben daraus gelernt. Das stellen sich die meisten sowieso nicht vor, dass es einen dritten Weltkrieg gibt, da kennen die ja gar nicht immer. Ne? Die meisten Menschen, die heute leben, gibt ja nur noch ein paar, die heute noch den zweiten Weltkrieg erlebt haben, aber die meisten nicht. Für die ist das eine Art Fantasie, nur noch Legende sozusagen. Ne? Ein Weltkrieg zu erleben, auch kennen wir doch nur aus Filmen. Ja. Ne, oder vom Opa, vom Urgroßvater, der davon erzählt hat. Aber das nehmen die ja auch gar nicht wirklich mehr als das war, was heute noch passieren könnte, sagen die ja immer. Ne? Ja, wie gesagt, der Krieg wird dann entbrennen, abends. Ne? Aber dann denken sie noch an Friede, und dann wird die Überraschung doppelt so groß sein am anderen Tag am Morgen, wenn die Russen schon vor der Tür stehen. Mhm. Geht blitzschnell. Mhm. So schnell sind die hier. Genau, blitzartig. Von 24 Stunden bis 48 Stunden. Also bei 48 Stunden sind die schon am Rhein. Hm. Ne? Bei 24 Stunden sind die schon da an der Marke Tschechien, Polen ungefähr, an der deutschen Grenze. Da sind die schon in 24 Stunden. Ja, darüber wollten wir ja auch mal ein Video machen, über die sicheren Gebiete. Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt keine wirklich sicheren Gebiete, nur die wenigen umkämpften Gebiete vielleicht. Aber sonst wird die ganze Welt davon betroffen sein. Ja, man muss sich vorstellen, wird nicht in allen Regionen Krieg sein, also ein Kriegsgeschehen sein, Dritter Weltkrieg. Nur man muss sich vorstellen, die ganze Weltwirtschaft bricht auseinander. Und dann wird überall Bürgerkrieg ausbrechen, weil die Vorräte in den ganzen riesigen Millionenmetropolen und Weltstädten die Nahrung aufgebraucht ist innerhalb kürzester Zeit. Und dann bricht das Gesetz des Dschungels aus. Hm. Das heißt, es geht dann nur ums Überleben. Und viele Menschen werden alles dafür tun, um am Leben zu bleiben und ihre Familie am Leben zu erhalten. Hey, da wird es aber echt drunter und drüber gehen. Drunter und drüber. Ilmeier sagte. Genau, da braucht man kein Kriegsgeschehen in manchen Orten. Nee. Allein nur der Bürgerkrieg, der dadurch entsteht. Ich lese jetzt weiter. Ja, wir haben noch eine. Ja, ich weiß. Wir haben noch einen Satz, der da noch steht. Doch geht schnell vorüber, haben wir wieder. Ach so. Ja. Ja, es geht schnell vorüber. Alois Ilmeier hat gesagt, dass dieser Krieg 3 Monate dauern wird. Andere Quellen haben das auch bestätigt, aber dazu kommen wir später noch. Also es ist nicht irgendwas, was Jahre dauern wird. Nein. Aber wir kommen dann später darauf zurück. Mhm. In dem Jahre, wo der Krieg losbricht, wird ein so schöner Frühjahr sein, dass im April die Kühe schon im vollen Grase gehen. Das Korn wird man noch einscheuern können, aber nicht mehr den Hafer. Ja. Da kommen wir wieder zu diesem Zeitpunkt. Also das ist dann halt das Korn und der Hafer dann auch soweit reif sein wird. Ja, genau, derselbe Zeitpunkt, wo wieder das Korn, wie gesagt, reif ist. Das haben wir, aber was viel wichtiger ist der erste Satz. Ne? In dem Jahr, wo der Krieg losbricht, wird ein so schönes Frühjahr sein, dass im April die Kühe schon im vollen Grase stehen. Wenn wir uns jetzt diesen April betrachten, dann kann man nicht sagen, dass dieser April von einem außergewöhnlich guten Frühjahr gesegnet ist. Nee, kann oder Wetter. Auch. Nee. Weil die meisten Tage bis zum 20. ungefähr waren bei uns in NRW, war es total kalt, sogar historisch kalt. Wir hatten viel Frost auch. Wir haben viel Frost, was jede Nacht war Frost und war auch am Tag sehr kalt und sehr winterliches Wetter eigentlich. Wir haben hier über eine Woche lang Schneeregen und Schnee gehabt. Das stimmt. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das habe ich schon jahrelang hier nicht mehr gesehen. Ja gut, aber hier deckt sich das wieder gleich mit den anderen vorherigen Aussagen, dass der Zeitpunkt auch wieder dann sein wird, wenn die Ernte reif ist. Mhm. Jetzt lese ich Frau Landinger, die Prophezeiung ist von 1957. Es wurde Korn und Weizen eingefahren, der Hafer lag an
vielen Stellen bereit. Da kam der Krieg. Ja, hier können wir schon sehen, das Korn und der Weizen, ne, die sind eingefahren, die sind alle schon abgeerntet. Ja. Ne, nur der Hafer, der steht an vielen Stellen, lag er bereit. Es stand ja auch davor. Davor stand es ja auch schon so, dass der Hafer, aber nicht mehr der Hafer. Stand hoch am Halm. Aber da stand zum Beispiel bei den vorigen Quellen, dass der Hafer hoch am Halm stand. Da war er also noch dran. Hier steht aber, dass der Hafer an vielen Stellen bereit liegt. Hm. Er wurde also schon, wie gesagt, gemäht, aber noch nicht eingefahren, eingeholt. Liegt da. Aber das ist ja auch geografisch unterschiedlich. Ein Bauer fängt vielleicht eine Woche früher an, das einzuholen, andere nicht. Aber wir haben da schon wieder den Hafer. Es geht um den Hafer. Ne? Die anderen Getreidesorten sind schon eingeholt worden. Ist egal, es geht ja generell um die ganzen Haferzeugs, ob Weizen, Korn oder auch egal. Ja, schon, aber es ist wieder spezifisch auf den Hafer bezogen, also auf dass man sagen kann, Ende Juli, Anfang August. Genau, den Zeitpunkt. Geht ja um die Sorte, genau. Um die bestimmte Zeitpunkt, die Sorte. Der Zeitpunkt, genau. Ja. Ich lese jetzt Adolf Schwer. Schwer, ne? Ja, 1952 bis, also wir wissen nicht genau, wann das geschrieben worden ist, oder 1955, manche Quellen. Ja, ist unsicher, wann das verfasst wurde. Ich sah, dass die Gerstenernte gut war. Roggen sah ich fast keinen. Hafer war gut. Ja, hier wieder der Hafer, ne? Ja, ja. Ja, hier kann man auch schon wieder sehen, die Gerstenernte war gut. Also der Gerste ist schon abgeerntet worden. Können wir hieraus entnehmen. Roggen sah ich fast kein, Hafer war gut. Also da muss man aber sagen, der Hafer wurde noch nicht abgeerntet, weil der Hafer ist reif. Ja. Zwar reif, steht noch, aber er wurde noch nicht eingeholt. Also genau die gleiche Aussage. Aber ich meine, Haferroggen, das ist ja immer so ähnlich. Meine Hafer wäre auch Ende Juli. Ja, ja eben, deswegen passt ja in den Zeitraum. Es passt alles, wie gesagt, in den Zeitraum. Aber ich will ja nur deutlich machen, dass das derselbe Zeitraum ist. Die reden, die sehen ja von den einen und den gleichen Zeitpunkten und von den gleichen Begebenheiten vor allen Dingen. Ja. Ne? Und das zu unterschiedlichen Zeiten, muss man auch bedenken. Ja. Jeder hat zu unterschiedlichen Zeiten was vorausgesagt über den bestimmten Zeitpunkt, wann der Krieg los ausbrechen soll. Genau. Diese Seher stammen aus verschiedenen Regionen und aus verschiedenen Zeiten, muss man bedenken. Das ist ja das Außergewöhnliche daran, dass sich die Aussagen dann so gleichen, ne? Nach der Ernte kamen wie toll Flüchtlinge vom Osten mit Wagen dahergefahren. Wenn der lange Bauer den reichen Winterroggen, der am Weg nach den Zwerigsberg mäht, wird der russische Düsenjäger über uns hinwegbrausen. Ja, hier haben wir wieder die Aussage, nach der Ernte kamen wie toll Flüchtlinge vom Osten mit Wagen dahergefahren. Also das ist wieder ein Hinweis darauf, dass wir es mit einer zweiten großen Flüchtlingswelle zu tun haben. Mhm. Kurz vor Ausbruch des Dritten Weltkrieges, also wenn der Zeitpunkt da ist, Ende Juli, Anfang August, da wird schon im Osten schon Krieg stattfinden. Im Nahen Osten oder um die Region Türkei, Griechenland. Ist auch prophezeit. Wenn man sich die heutige Weltlage sich anschaut, ist ja momentan in der Ukraine ja auch mehr Unruhen als vorher. Auch da könnten wir ja schwelenden Konflikt oder haben. Zum Beispiel Türkei sagt, hier der Erdogan hat ja die Grenzen ja dicht gemacht, die haben ja ein Abkommen mit Europa. Wenn da irgendwas schief läuft und er sagt dann jetzt, komm, scheiß auf die Europäer, die haben immer noch nicht bezahlt oder was weiß ich, was da so läuft, und die machen dann die Grenzen auf, dann werden die Flüchtlinge, die natürlich von den unsicheren Gebieten weg möchten, von Türkei aus Richtung Europa kommen. Und da kann es ja dann sein, dass es dann auch wieder zu diesem Zeitpunkt sein wird. Ja, wird so dann auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sein. Sagt er ja auch, nach der Ernte kamen wie toll Flüchtlinge. Mhm. Ja, genau, nach der Ernte der speziellen Sorten des Getreides. Ne? Aber auch wichtig hier mit den russischen Düsenjägern. Ne? Mhm. Aber Erdogan hat auch schon öfter, wie gesagt, damit gedroht, die Flüchtlinge loszulassen. Das ist ja das Wichtige dabei. Er hat schon öfter uns damit gedroht. Aber wenn die Türkei sich im Krieg befindet, zum Beispiel im Griechenland, wie es ja vorausgesagt ist, zum Beispiel mit Peitarpeisios, dann wissen wir auch, dass er die Flüchtlinge dann auf jeden Fall losschicken wird. Weil er wird dann alle Kosten und Nöte wird er nur noch auf den Krieg forcieren. Er hat dann keine Zeit mehr und keine Kraft mehr, sich dann noch diesen Flüchtlingen zu widmen. Die wird er natürlich nicht nach Osten weiterschicken, der wird die nach uns schicken. Ja, dann. Klar. Ja, und wird auf uns wahrscheinlich auch nicht mehr so gut zu sprechen sein, weil die Beziehung zu uns wird ja auch immer schlechter. Ja, die NATO, die schimpft ja immer auf
Türkei. Mhm. Ja, ja. Das ist ja deren Druckmittel von Erdogan. Das ist sein Druckmittel, mhm. Die Flüchtlinge. Mhm. Ist ja NATO-Mitglied, die Türkei, ne? Ich weiß, aber trotzdem, die mahnen ihn ja immer, wenn er irgendwas macht. Ja, ja, gerade auch deswegen, die versuchen ihn in den Zaun zu halten, ne? Ja. Er darf nicht Sachen machen, die nicht im Interesse der NATO sind. Wer darf das denn schon? Keiner. Nee. Ja, jetzt lese ich danach andere Vorzeichen, die den Dritten Weltkrieg überhaupt ankündigen. Sibylle von Prag, die lebte 1570 bis 1658. Die göttlichen Gebote werden nicht länger beachtet. Hass, Neid und Missgunst beherrschen die Welt. Dunkelheit ist in die Herzen eingezogen. Die Menschen benehmen sich so seltsam. Alle empfinden Hass. Ja, jetzt lesen wir erst den ersten Punkt vor, ne? Die göttlichen Gebote werden nicht länger beachtet. Ja, wie gesagt, der Glaube schwindet. Die Menschen glauben nicht mehr an Gott. Sie glauben nicht mehr an verschiedene Religionen, immer weniger. Das hat stark nachgelassen. Ne? Daher werden auch die Gebote nicht eingehalten. Hass, Neid, Missgunst beherrschen die Welt. Ja, ne, das ist unsere Welt. Können wir jeden Tag beobachten. Richtig. Bei groß und bei klein, bei normalen Leuten, bei reichen Leuten, bei hochgestellten Leuten. Ist überall vertreten. Dunkelheit in den Herzen und dann die Menschen benehmen sich so seltsam. Mhm. Jeder empfindet Hass. Ja. Ich würde sagen, das ist genau heute, die heutige Zeit. Ja, oder gibt es verschiedene Menschen, die auf verschiedenste Gruppierungen Hass empfinden. Alles Mögliche ist dabei. Ne? Ja. Ja, Dunkelheit ist sowieso in die Herzen eingezogen, deswegen benehmen sie sich ja auch so komisch und die Menschen benehmen sich so seltsam. Ja, das decke ich so mehr oder weniger jeden Tag, wenn ich mir das ganze Geschehen auf der Welt angucke. Da muss man schon wirklich sagen, dass sich die Menschen seltsam benehmen, vor allen Dingen einige. Gerade mit dieser heutigen Situation. Ja, richtig. Das ist alles sehr seltsam, ne? Darf man ja nicht sagen, welche Situation. Mhm. Jetzt lese ich mal hier noch. Jeder weiß um das Unheil, was die Menschheit und die Erde bedroht. Jeder weiß davon. Ja, wir wissen alle. Oder jeder befürchtet, dass der Dritte Weltkrieg kommt. Ja, innerlich befürchtet das fast jeder. Innerlich vermuten, dass die Menschen... Aber hast du gemerkt, dass es auch in den Medien mehr gesagt wird? Ja, wird auch. Ja, der Dritte Weltkrieg wird erstmal in den Medien häufig erwähnt, häufiger als sonst. Und er kommt auch in der Unterhaltungsindustrie immer mehr benutzt. Es kommen immer mehr Filme mit Postapokalypse, Dritter Weltkrieg, Katastrophenereignisse. Es werden immer mehr Buchautoren schreiben über diese Geschichten. Es gibt immer mehr Computerspiele, die sich das zum Thema machen. YouTube-Videos. Ja, YouTube-Videos. Also das kann man auch auf Statistiken sehen. Wir haben das schon lange. Wir machen das ja schon lange. Ja, ja, weiß. Aber gibt es ja auch Statistiken zum Beispiel bei Google. Guckt man sich da eine Statistik von den letzten, sagen wir mal, 15 Jahre an. Oder 20 Jahre. Da gibt es da so eine Grafik wie ein Börsenkurs. Und da kann man sehen, wie das sprunghaft, wie oft dieser Begriff Dritter Weltkrieg oder World War III gesucht wurde. Und das ist stark angestiegen, aber seit 2014. Aha. Ne? Aber die Kurve geht exponentiell rauf. Nicht nur gleichbleibend, sie geht so langsam exponentiell. Steigend. Keiner will an die göttliche Allmacht glauben. Niemand ist wahrhaft glücklich. All die Freude nutzt den Menschen nicht. Sie werden unzufrieden bleiben. Hm. Ja, keiner glaubt an Gott. Keiner will dran glauben. Hat verschiedene Gründe, warum Menschen nicht an Schöpfer oder an Gott glauben wollen. Ne, weil sie Angst empfinden oder schlechtes Gewissen haben. Es gibt verschiedene Sachen. Ne? Niemand ist wahrhaft glücklich. Oh ja, das stimmt. Da kann man mit jedem Menschen irgendwo reden. Heute fühlt sich niemand mehr wirklich wohl. Nee, man ist unzufrieden. Man muss halt immer arbeiten. Man bekommt wenig Geld. Man hat viele Kosten. Alles steigt. Lebensmittel werden teuer. Strom, alles wird teurer. Ja. So klar, dass man unzufrieden bleibt. Wo bleibt denn das Geld, womit man dann glücklich sein kann? Es gibt immer weniger, was sich zu leben lohnt, weil das Leben eingeschränkt wird in vielen Belangen. Ja. Ja. All die Freude nutzt den Menschen nicht. Sie werden unzufrieden bleiben. Also das ist bestimmt darauf bezogen, das bisschen Freude, was sie noch haben, reicht nicht aus. Weil die Gründe, die Unzufriedenheit voranbringen, sind viel größer. Man hat zwar noch ein paar Dinge, woran man sich erfreuen kann, aber die werden immer weniger. Ja, man ist frustriert. Passt ja zu dieser Zeit, ne? Ja. Wird ja immer mehr weggenommen. Leider. Ja. Ne? Ja. So, der nächste Punkt ist, mit grausamen Herzen sehen sie einen Pilz.
Seinen Samen werfen sie vom Himmel auf die Erde. Giftig ist der Pilz und abertausende sterben einen qualvollen Tod. Ja, das ist eine ganz wichtige Aussage hier. Mit grausamem Herzen sehen sie einen Pilz. Seinen Samen werfen sie vom Himmel auf die Erde. Das ist eindeutig eine Atombombe. Mhm. Weil die Atombombe, wenn sie gezündet ist, sieht aus original wie ein Pilz. Sein Samen, das was dadurch freigesetzt ist, ja, ist die Strahlung. Sie sehen einen Pilz, das heißt, das macht der Mensch ja selber. Ja, klar. Wir machen das halt selbst. Die Atombombe ist eine Erfindung des Menschen. Ja. Ne? Giftig ist der Pilz, ja. Und abertausende sterben, einen qualvollen Tod, an seinem Samen. Mhm. Ne? Kann man auch sagen, die Sporen des Pilzes. Passt besser. Ne? Ja. Klar, die Strahlung, die dadurch entweicht durch die Detonation des Pilzes. Ne? Eindeutig eine Atombombe beschrieben worden. Ich lese jetzt die Prophezeiung von Edgar Cayce vom April 1941. Mit der Zeit werden Zwietracht und Unfrieden emporkommen. Beobachtet sie in Libyen, Ägypten, in Ankara und in Syrien, in den Meeresengen Australiens, im Indischen Ozean und im Persischen Golf. Ja, auch sehr interessant, ne? Ja, mit der Zeit werden Zwietracht und Unfrieden emporkommen, das merken wir in den letzten Jahren. Ja. Ne, immer mehr in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, ne? Das nimmt ja zu, diese kriegerischen Ereignisse und die Konflikte auf der Welt insgesamt, in ihrer Gesamtheit. Ja, beobachtet die Menschen, mit anderen Worten, in Libyen. Ja, interessant. Da hatten wir ja schon den großen Konflikt. Ne? Ja. Libyen ist ja schon fast komplett, also das Land ist ja kaputt in seinem Staat. Auf jeden Fall. Ist zu großen Teil zerbombt, herrscht sehr wenig Ordnung. Ägypten gab es ja auch diese Revolution mit Morsi vor einigen Jahren, kann ich mich noch erinnern. So um die Marke 2012 herum, so 11, 12, 13. Ja, beobachtet die Menschen in Ankara. Dort ist auch Unfrieden, merkt man. Speziell mit Griechenland jetzt schon. Ja, das stimmt. Im Mittelmeer, es geht ja um das Gas, was sie dort beide einfordern wollen für sich, besonders die Türkei. Die Türkei auch möchte. Die Meilenzonen, die erweitert worden sind von Griechenland. Ja, richtig, weil Griechenland ja sagt, ihr habt nichts in unseren Gewässern zu tun und wenn ihr weiter in unsere Gewässer geht, dann müssen wir gezwungen, unser Recht streitig zu machen, einzufordern und die Hoheitsgebiete zu vergrößern, also die Meilenzonen zu vergrößern. Ja, richtig. Da gibt es ja immer Konflikte auch in Zypern, ne? Das fiel mir gerade nicht ein, in Zypern, dass die Türkei auch da immer nach Öl sucht. Und richtig, guckt. Ja, das ist dasselbe Spiel, genau. Ja. Gehen ja auch in zyprische Gewässer, wo Zypern sagt, ihr habt nichts dazu suchen, gehört uns. Und Syrien wird natürlich auch benannt, was ja auch... Oh ja, ist ja Krisengebiet Nummer 1 im Nahen Osten, Syrien, ist quasi total zu großen Teilen zerstört. Syrien, muss man sagen. Ja, nur weil man jetzt nichts mehr hört im Fernsehen oder in den Nachrichten, heißt ja nicht, dass die Unruhen da weg sind. Die gibt es immer noch. Immer noch. Alle Kriegsparteien sind immer noch nach wie vor in Syrien. Russland ist dort, die Türkei ist dort. Israel schickt bollert da immer ab und zu immer wieder Raketen rein. Hört man alle paar Tage. Der Iran ist dort und viele andere sind auch dort. Ja, Stellvertreterkrieg. Totaler Stellvertreterkrieg. Ja, total. Also Syrien hat wirklich eine Art Schlüsselposition. Aber dafür kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein Schlüsselland. Ja. Und dann hier wahrscheinlich der Konflikt in Katar, in den Meeresengen, Australien, im Indischen Ozean. Na genau, im Persischen Golf haben wir tatsächlich auch diese Unruhe, weil wir ja dort länger den Konflikt in Katar haben. Richtig. Ne? Tja. Ach ja, das stimmt. In Katar ist ja Licht ja da, am Persischen Golf. Ja, die nächste Prophezeiung ist von Veronika Lüken, 1923 bis 1995, da lebte sie. Syrien hat den Schlüssel zur Lösung des Weltfriedens oder zum Dritten Weltkrieg. Ja, genau, das ist tatsächlich ein Schlüssel, kann man sagen, Syrien, ne? Weil da scheiden sich ja wirklich die Geister. Und so wie es jetzt aussieht, entsteht da durch die Situation in Syrien nicht gerade ein Weltfrieden, sondern ein Dritter Weltkrieg. Ja. Weil sich dort in Syrien, wie gesagt, alle Parteien treffen und aufeinander treffen. Und das erzeugt immer größere Konflikte, die man irgendwann hinterher nicht mehr lösen kann.
Also für mich ist das so, als würde dort jetzt was richtig, richtig Schlimmes passieren. Vielleicht deswegen auch irgendwann diese Friedenskonferenz, wo dann dieser dritte Mord hochgestellte ermordet wird. Kann ja dann sein, dass das dann ein Grund sein wird, dass Syrien ist dann entweder Friedenskonferenz, keine Ahnung, oder der Schlüssel zum Dritten Weltkrieg, wenn dann dieser Mord passiert. Ja, entweder führt uns Syrien da heran, weil es die verschiedenen Konfliktparteien zu sich zieht, dass das dadurch den Dritten Weltkrieg forciert mit der Zeit. Oder es geht irgendwann direkt darum in der Endzeit, weil da wird ja auch in der Bibel beschrieben, ist es dann soweit, wenn Damaskus völlig zerstört ist. Gibt es auch die Aussage. Ja, aber Alois Ilmajer hat ja dann auch gesagt, dass der eigentliche zündende Funke im Balkan sein wird. Ja, auf dem Friedenstreffen. Das ist ja entweder, wird das am Balkan stattfinden oder in der Nähe des Balkans. Ne? Das kann aber auch der Konflikt sein, Türkei gegen Griechenland, der die Konferenz auslösen wird. Oder halt alles. Ich glaube, dass es da überall knallt zu der Zeit. Da werden Griechenland und Türkei im Krieg sein, da wird es in Syrien knallen, da wird Israel daran beteiligt sein, Israel wird mit der Türkei Krieg führen, ist ja auch prophezeit worden. Ne? Jeder gegen jeden, oder der Iran gegen. Der Osten. Ja, sind ja da Bündnisse, es bestehen ja Bündnisse und dann wird da jeder gegen jeden schießen. Wobei man hier sagen muss, der Griechenland-Türkei-Krieg sehr, sehr zu beobachten sein sollte. Weil das ist schon ein großer Punkt. Ja, ist eines der wichtigsten Zeichen überhaupt. Also wenn ihr diesen Krieg nicht beobachten könnt zwischen der Türkei und Griechenland, dann wisst ihr, dass es nicht so weit ist. Weil es wird erst dann so weit sein, wenn ihr diesen Krieg seht, dass die wirklich sich in Krieg befinden, aber richtig. Türkei und Griechenland. Und wenn das nicht passiert ist, dann braucht ihr damit auch nicht in nächster Zeit zu rechnen mit dem Dritten Weltkrieg. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen und bestätigt sich ja schon. Eins der Vorzeichen von Peisius war ja, dass die Meilenzone erhöht wird. Genau, von der 6-Meilen-Zone in die 12-Meilen-Zone. Und das ist doch jetzt Anfang des Jahres passiert. Ja, aber nicht im Ägäischen Meer, das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist im Ionischen Meer passiert. Aber Griechenland hat den Türken schon angedroht, sofort, ne, um denen das auch zu zeigen, dass sie es tun. Wir werden es das nächste Mal aber auch im Ägäischen Meer tun, wenn ihr nicht aufhört. Da muss man sich jetzt vorstellen, diese Prophezeiung von Pater Paisios, haben wir, das ist schon, ich weiß gar nicht, von wann die nochmal war, habe ich jetzt nicht mehr vor Augen, aber Stammt, weiß man nicht genau, von wann die stammt, wir haben da, aber ist egal, Sechziger, Siebziger, wir haben Achtziger, so ja ein rum. Video darüber gemacht. Es geht ja darum, dass er das prophezeit hat und tatsächlich ist das ja jetzt gekommen, dass diese 6-Meilen-Zone erweitert worden ist. Das hat der Türkei natürlich nicht geschmeckt jetzt. Ja, sagt die Prophetie von Pater Paisios, das kennt ja quasi jeder Grieche. Könnt man Richtig. draußen die Griechen ansprechen, die ihr kennt. Jeder wird euch sagen, dass er die Prophezeiung kennt. Jeder. Also die Erfahrung haben wir ja gemacht, ne? Ich lese jetzt von Ida Perdemann. Die Prophezeiung ist von 1947. Es ist sogenannter Friede, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Alles ist Tarnung vor der Welt. Ja, Ja, genau. Matrix. Ich sag nur Ja, Matrix. wir können das ja erkennen, dass die Politiker immer wieder Frieden und Sicherheit predigen. Ja. Kennen wir ja, bei jedem Konflikt versprechen die immer, passiert nichts, ihr braucht keine Angst zu haben, wir werden den Frieden wiederherstellen und ihr seid sicher. Aber hier steht ja, es ist sogenannter Friede, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Wie bei dem anderen, die schreien Friede, Friede und dann kommt der Krieg, wo die Menschen das Richtig. nicht erwarten. Ja, weil die Politiker da das bis zum Ende beteuern werden, den Friede und die Sicherheit. Ne? Und das gipfelt ja in diesem Friedenstreffen, das dann stattfindet. Dass sie dann sagen werden, ja, macht euch keine Sorgen, wir sitzen uns jetzt alle zusammen, die wichtigsten Politiker, die Weltpolitiker, und wir werden das schon lösen, wie immer. Aber dann kommt es genau andersrum. Noch in derselben Nacht. Also sollten wir nicht beruhigt sein, wenn die dann anfangen, hier über Frieden zu reden. Richtig, dann sollte man skeptisch sein. Das Umso wird lauter die nach Frieden schreien, umso skeptischer sollten die Menschen sein. ja. Ganz ehrlich. Ich lese jetzt noch einen, da geht es auch um diesen Frieden. Aber als Tarnung. Ach ja, genau, das ist ja die Tarnung, haben die gesagt. Ja, ist auch noch ein wichtiger Satz, genau, der dann auch dabei steht. Alles Alles ist Tarnung vor der Welt. Das heißt, dass man irgendwie etwas tarnt. Man tarnt etwas anderes, was man ja eigentlich vorhat, wahrscheinlich. Weil in vielen Prophetien steht, dass der dritte Weltkrieg und alle drei Weltkriege geplant sind. erstmal das und zweitens, die führen das nicht vor der Nase. Die lenken uns ab mit anderen Geschichten, die zeigen uns in den Nachrichten andere
unbelangloses Zeug, aber wenn es dann darum geht, die wichtigen Sachen zu zeigen, da wird es halt nicht gezeigt. Deswegen sage ich ja die Matrix. Wir leben in einer Art Matrix und im Hintergrund wird gerüstet und da passieren andere Sachen. Ja. Genau, dass man aber regelrecht die größte Aufrüstung überhaupt auf der Welt jetzt hat, und das seit einigen Jahren, dass quasi alle sich auf Krieg vorbereiten. Wenn man so den normalen Menschen auf der Straße fragen würde, würden die sagen, ach wieso, wir haben doch Friedenszeit, die wollen doch abrüsten und alles. Nee, ist aber nicht der Fall. Ja. Weil wenn man sich informiert, die rüsten alle wie noch nie und die bereiten sich natürlich auf Krieg vor, wie soll man das denn sonst anders sagen? Aber genau dieses Geschehen, dieses Aufrüstungsgeschehen, wird viel zu wenig in den Massenmedien gezeigt. Und dann sagen sie immer, ja, macht euch keine Sorgen. Ja, muss man sich aber machen, wenn die ganze Welt sich da rüstet wie noch nie. Und atomare Aufrüstung ist auch wieder zurückgekehrt. Sogar England. Ich weiß. Alle bauen wieder Atombomben. Ja, wird ja nicht gezeigt, also stimmt das nicht. Nee, ja. Naja. Einfach nicht erwähnt. Ne? Genau, wird nicht erwähnt. Ja. Ich lese jetzt von der Bibel einen Satz oder einen Vers von Thessalonika. 50 Jahre nach Christus, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ja, das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne? Ja, wenn eure Führer sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann hat es doch Gefahr. Und wie? Genau, es wird dann verderben und dann schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, sprich plötzlich, schnell, heftig. Das wieder dieses schnell wird, wir gerade am Anfang auch bei der Prophetie von Ilmeier hatten, dass der Krieg schnell kommt, aber auch schnell wieder vorübergeht. Und man kann dem nicht entfliehen, weil es ist so plötzlich, man wird überrascht, dass man dem ja auch nicht entfliehen kann. Ja, weil niemand vorbereitet ist darauf, keiner damit rechnet. Alle denken, es gibt Frieden. Ja. Die nächste Prophezeiung ist von Mühlhiasel. Von 1753 und der ist irgendwann 1800 gestorben. Ist nicht genau bekannt, wann. Einerlei Geld kommt auf. Ja, das stimmt. Einerlei Geld kommt auf. Dieses Einerlei Geld ist die Gemeinschaftswährung gemeint. Und die haben wir tatsächlich bekommen mit dem Euro nach der D-Mark. Das hat übrigens aber auch der Alois Ehlmeier prophezeit. Er sagte, nach der D-Mark kommt eine Gemeinschaftswährung. Ja, und das war der Euro. Zu dem Zeitpunkt, dass man sich das hätte vorstellen können. Ja, genau. Unglaublich. Er hat das hier im 17. Jahrhundert, noch vor Ilmeier sogar. 18. Jahrhundert. Ja. Wenn der Hochwald ausschaut wie ein Bettelsmann sein Rock, wenn die kurzen Sommer kommen. Ja. Das Bettelsmanns Rock ist für mich so ein kahler Wald, oder? Genau, so richtig kahler Wald. Und diese kahlen Wälder sieht man mittlerweile überall in den verschiedenen Regionen schon in Deutschland. Dass es kaputte Wälder sind, die aufgrund des Klimas wegen zu viel Trockenheit die Wälder kaputt gehen, gerade die Nadelwälder, aber auch wegen dem Borkenkäfer, der sich verbreitet und in die Bäume immer mehr auffrisst und kaputt macht. Man sieht es überall im Wald. Wer von euch draußen spazieren geht in den Wäldern, dann sieht man, dass hier und da immer wieder so kahle Stellen vorhanden sind. Und wegen der Rodung des Menschen. Die roden nämlich auch immer mehr Wälder und machen da irgendwelche Fabriken hin und holzen da Gebiete ab. Ich will ja nichts sagen. Ne? Deutschland ist weltweit auf Platz Nummer 2. Das muss man sich überlegen. Ja, überleg mal. Ja, darauf kommt das, warum viele Wälder immer mehr kahl sind. Mit anderen Worten. Und dann steht hier noch, wenn die kurzen Sommer kommen. Ja, das ist ein Hinweis darauf, dass in Zukunft, eigentlich vor dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs, dass wir da nicht lange Sommer und heiße Sommer erleben, eigentlich, sondern eher kühlere und nicht so tolle Sommer. Also hier steht, wenn man den Winter und Sommer nicht mehr auseinander erkennt. Ja, dann ist zum Beispiel, dann ist das so der Fall, dass im Winter, der Winter eigentlich wie ein Frühling ist, oder wie ein milder Winter, das sagt er auch der Alois Ehlmeier. Ja, im Winter mild sein wird. Aber dass der Sommer dann aber auch kein Sommer ist. Also der Sommer ist auch nicht unbedingt heiß, sondern kühler. Ja. Dann sagte er noch was ganz Wichtiges. Wenn die Leute in der Luft fliegen können. Ja. Das Flugzeug, er hat das gesagt im Anfang 1753, 1800. Da in genau in der Spanne, genau. Genau, da hat er es ungefähr gesagt. Und das Flugzeug wurde 1903 erfunden und er spricht davon, wenn die Leute in der Luft fliegen können. Ja, klar, das ist natürlich
passend vorhergesehen. Und zu der Zeit hat keiner daran geglaubt, weißt du, ne? Mm. Und Leute gesagt, in Luft fliegende Menschen, wie denn? Alle Andersdenkende waren und sind heute immer noch Spinner. Ja, die Erfinder hier des Fliegens, die Brüder Wright, ne? Mm. Die hat man doch damals ausgelacht. Das stimmt. Und zwar die höchste Garde an Wissenschaftlern hat die beiden ausgelacht. Hat gesagt, ihr seid doch verrückt. Braucht ihr gar nicht weitermachen, was ihr da rumvertastet. Fliegen? Ach. Wenn die Wegen ohne Ross und Deichse fahren, wenn die meisten Leute mit zweiradeligen Karren fahren, so schnell, dass kein Ross und kein Hund mitlaufen kann, nachher steht's nicht mehr lang. Ja, die Wegen ohne Ross und Deichse, ne, sind die Autos. Tatsächlich ohne ein Pferd. Ne? Wenn die meisten Leute mit zweiradeligen Karren fahren, Motorräder. Tja. Ne? So schnell, dass kein Ross und kein Hund mitlaufen kann. Ja, die sind wirklich schnell. Mit unter 300 Stundenkilometern. Das hat er damals schon gesehen. Ja. Dann geht's nicht mehr lang. Mhm. Und wenn man mal bedenkt, wir haben schon lange Autos. Wir haben schon lange Motorräder. Ja. Sehr lange schon. Also geht es ja schon ziemlich... Generell ist es ja auch schon phänomenal, dass die Seher sowas Spezifisches sehen konnten, wo es damals noch gar nicht gab. So, er hat ja jetzt Flugzeuge gesehen, die gab es damals nicht. Mhm. Autos, die schnell fahren, zweirädlige Motorräder. Alois Ihlmeier hat doch zum Beispiel diese Zubandschachtel. Er hat ja gesagt, dass er sieht Menschen, die eine Zubandschachtel am Ohr halten oder mit denen sprechen sie. Ja. Und die Zubandschachtel, das ist eine Zigarettenpackung. Und wenn man sich die heutigen Smartphones anschaut, er hat ja gesagt, die reden mit diesen Zubandschachteln. Ja. Damals richtig. Hat er das gesagt und da gab es doch keine Handys. Ja, da passt es auch wieder. Richtig, ja. Und dazu gibt es auch die Aussage zum Beispiel von Sibylle von Prag, die hat das nämlich auch gesehen. Die hat die heutigen Smartphones gesehen. Die hat genau die gleiche Aussage gemacht. Die hat gesagt, die Menschen halten ein kleines, schwarzes, kantiges Ding in ihren Händen. Sie sprechen damit, sie spielen auch damit und es sagt ihnen alles, was sie wissen wollen. Ja. Das ist typisch hier, da haben die mit Siri gesprochen, das hat sie gesehen. Ja. Die Menschen fragen Siri etwas, sprechen damit und Siri sagt ihnen alles, was sie wissen wollen. Na, kennst du doch, hey Google oder hey Siri, sag mir, was ist das und das. Ja. Ja. Und sie spielen damit. Man kann ja mit den Smartphones auch Computerspiele spielen. Nicht nur das ist ein richtiger Computer. Du kannst da alles damit machen. Ja. Ohne das geht's schon gar nicht. Ein kleines, kantiges, schwarzes Ding. Ja, ist... Na, meins ist Rosé. Ja, aber die Standardausführung so eines Handys ist ein Smartphone. Ja, es ist schon sowas. Ja. Kommen wir jetzt zu der Prophezeiung von Mother Shipton. Sie ist geboren 1488. Darüber haben wir aber auch schon mal ein Video gemacht. Mhm. Die Zeichen werden für alle zu lesen sein, wenn Menschen nur abscheuliche Dinge tun. Ja, also die Menschen tun jeden Tag abscheuliche Dinge in sehr großer Zahl. Also das ist mehr geworden als früher, muss man sagen. Ganz abscheuliche Dinge. Ja. Ne? Morde, Vergewaltigungen, Kinderschänder. Ja. Der Mensch wird gute Leben ruinieren, wenn er sie zum Weibe nimmt. Und Mord und schlechte, brutale Taten, wenn die Menschen nur noch gierig sind. Ja, der Mensch wird gute Leben ruinieren, wenn er sie zum Weibe nimmt. Ja, das kannst du vielleicht nicht eins zu eins deuten. Mhm. Ja, damals war es halt, man hatte es immer verbunden. Man hat jemanden geheiratet und dann gehört es jemanden. Und jetzt ist jetzt vielleicht hier interpretiert, dass alles, was dem Menschen gehört, der wird das zerstören, wie im ganzen Leben. Wir besitzen ein Land, wir besitzen ein Land, Bäume, machen das alles kaputt. Mhm. Ja. Und Mord wird und schlechte, brutale Taten, ja, das kennen wir ja heutzutage, die Menschen sind gierig. Mhm. Ja, schlechte, brutale Taten haben wir, wie gesagt, haben wir gerade schon gesagt, haben wir jeden Tag, ne? Wenn die Menschen nur noch gierig sind, ja. Das sieht man ja, ne? Die Menschen werden immer gieriger und sie werden auch immer egoistischer und wollen alles nur für sich. Ne? Das sieht man überall, in jeder Sparte. Bei dem kleinen Mann, bei dem großen Mann, bei dem hochgestellten Mann. Überall. Ja. Und der Mensch wird gehen, als ob er schläft. Er sieht nicht auf, sieht andere nicht an. Ja, das kann man, das sieht man eigentlich jeden Tag auf der Straße. Da sieht man immer mehr Menschen eigentlich gefühlt, die einem entgegenkommen, die einen nicht ansehen und die nur noch auf den Boden blicken und einen Gesichtsausdruck haben, der absolut leer ist. Die gucken auf ihre Handys. Ja.
Auf ihre Handys oder einfach nur am Boden. Die würden gar nicht mitbekommen. Nee. Es gibt ja so viele Berichte, wo Menschen, sag ich mal, oder Frauen auch in der Bahn belästigt werden. Der andere rechts, links, keiner kriegt das mit. Gucken weg. Ja. Stören sich nicht mehr daran. Richtig. Ja. Alles ist allen egal, Hauptsache nur noch Zombies. Ich. Für mich sind das Zombies. Wir sind Zombies. Die Leute denken nur noch, Hauptsache ich komme gut durch, halte ich mal da weg. Kann das Schlimmste passieren, neben denen, egal. Ja. Das ist nicht richtig. Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich war. Und Eisenmänner schießen. Und Eisenkarren und Fuhrwerk auch. Ja, damit sind die Konflikte gemeint, die Kriege. Ne? Dass die Eisenmänner schießen und die Eisenkarren und Fuhrwerk auch, Panzer. Ja, das haben wir schon lange. Diese endlosen Konflikte, diese endlosen Kriege überall. Hört nicht auf. Ja. Und Christ 1 bekämpft Christ 2. Und Nationen seufzen, tun noch nichts. Ja, das ist damit gemeint, dass sogar christliche Länder, die denselben Glauben sogar vertreten, befinden sich sogar im Krieg. Nicht nur zum Beispiel Christen oder muslimische Länder. Ach, wir kriegen sich alle untereinander, nur weil vielleicht ein Satz ein bisschen anders ist. Aber keiner hat verstanden, dass es um das große Ganze geht und dass es einen einzigen Gott gibt, ja. Egal in welcher Religion. Richtig. Ja, das überhaupt verstehen, dafür müssen die erstmal sich bekriegen. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Dumm. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ne? Und Nationen seufzen, tun noch nichts. Das kenne ich oft, ja. Es gibt verschiedene Konflikte auf der Welt. Die EU zum Beispiel, die könnte ein Machtwort sprechen, die könnte irgendwo mal was sagen und machen, aber die tun nichts. Ja, meckern ist doch einfacher. Ja. Die tun aber nichts. Und weil sie nichts tun, tragen sie hinterher Mitverantwortung für bestimmte schlimme Dinge. Wenn sie eben auch zu wenig zu tun oder gar nichts zu tun, kann auch eine Sünde sein. Ja. Wer nichts tut, wegschaut, macht sich mitschuldig. Wie wir gerade schon gesagt haben, in der Bahn. Wenn da irgendwas passiert, du guckst weg, ne? Ja. Bist du auch mitschuldig. Der nächste Satz ist, und gelbe Männer große Macht gewinnen, vom mächtigen Bär, mit dem sie zusammen. Ja, die gelben Männer große Macht gewinnen, das sind die Chinesen. Vom mächtigen Bär, mit dem sie zusammen, ist Russland. Und dieses eindeutige Bündnis zwischen China und Russland kann man heute ganz eindeutig beobachten, ohne dass man da groß suchen muss. Und sie bekräftigen dieses Bündnis ja auch immer häufiger und immer deutlicher. Und dieses Bündnis wurde auffällig geboren seit dem Ukraine-Konflikt 2014. Wir haben die Russen ja in Richtung China getrieben, indem wir ja sie sich ständig sanktionieren. Ja, wie gesagt, der große Feind von Russland ist zum Beispiel jetzt die NATO und Amerika sowieso. Ja. Aber auch von den Chinesen, die wissen auch, wir sind auch dran. Ne? Und da ja beide Nachbarn sind und beide die gleichen Ansichten haben, haben die sich gesagt, komm, wir können die USA und die NATO nur dann eindämmen oder irgendwann möglicherweise auch besiegen, wenn wir uns beide zusammentun, sonst schafft das niemand. Und das haben sie auch getan. Es gibt so viele Chinesen und die Russen sind ja auch viele. Ja. Wenn die sich dann zusammen, die beiden Großmächte gegen Amerika, da hat Amerika doch gar keine Chance, oder die NATO. Haben auch eine gute Lage, weil sie ja beide Rücken an Rücken liegen. Der eine kann sich um die NATO kümmern, der andere kann sich um die andere Seite, um Amerika kümmern. Richtig. Auch die geografische Lage ist gut. Und dann gibt es ja auch noch Iran, der auch wahrscheinlich mitmachen, mit Russland Verbündete sind. Ja, richtig. Und der Vorteil ist, je mehr man zu der Grenze kommt von Russland und China, da sind ja auch bei den Grenzen schon Menschen, die gemischt sind. Aber da gibt es auch schon diese historische Verbindung zwischen beiden. Ja. Ja. Nächste Prophezeiung ist von, ich bin ja noch bei Mother Shipton. Jetzt kommt der nächste Satz, wo viele Zeichen für die Sehen Wollenden. Die Wahrheit dieser wirklichen Prophezeiung. Also ich kann ja jetzt hier so schon sagen, für die Sehen Wollenden. Das heißt, für die wachen Leute, die das gerade verstehen, sich damit befassen, die sind dann jetzt an der Wahrheit dran. Ja, richtig. Sie bekräftigt das ja nochmal hier, dass es da viele Zeichen gibt, aber dass das nur die Sehen Wollenden sehen. Aber die Menschen, die das alles nicht sehen wollen oder das nicht wahrhaben wollen, diese prophetischen Texte, die wir ihnen zum Beispiel hier vorlesen, ne, die leugnen das ja. Weil sie Angst haben. Die müssen es ja nicht glauben, aber jeder kann ja gucken, was er möchte. Ja, genau, richtig. Ist ja sowieso so. Jeder kann damit umgehen, wie er will. Aber hier wurde es prophezeit, dass es eben die Masse ablehnt.
aus verschiedenen Gründen, weil sie Angst haben davor, weil sie nicht wahrhaben wollen. Ne? Aber sie hatte prophezeit, dass es nur eine kleine Schar an Leute akzeptieren wird. Ja. Die Wahrheit dieser wirklichen Prophezeiung hat sich nochmal bekräftigt. Das wird, ist Wirklichkeit, das wird passieren. Richtig. Ja. Deswegen sagen wir dann auch, wenn wir solche Videos machen, das sind nicht unsere Prophezeiungen, die haben wir nicht einfach so erfunden und sagen, dass es so und so passieren wird, die haben wir nicht geschrieben. Ja, natürlich nicht. Wir bearbeiten die und lesen. Und wer sich damit befassen möchte, wer jetzt wach werden möchte, der ist bei uns richtig. Aber die anderen, die müssen sich ja nicht unsere Videos angucken. Die denken dann, wir machen Angst und verbreiten Panik. Mhm. Klar, diese Sachen machen nun mal Angst. Aber man muss halt immer diesen gesunden Mittelmaß finden. Naja. Das ist ja nicht so weit. Alles macht Angst. Auch das pure Weltgeschehen macht Angst. Und das, was, was die Massenmedien so sagen, was alles verbreiten, gerade so passiert, macht doch an sich auch Angst. Das, was gerade so läuft, das ist das, was mir am meisten Angst macht, dass wir das alles einfach so hinnehmen. Ja, wir verbreiten das doch nur, wir geben das doch nur weiter, was passiert. Ist doch nichts, was wir uns erfinden. Auch die prophetischen Texte sind ja da. Ne? Und wenn das jemand nicht sehen möchte, dann soll er das Video doch gar nicht erst anklicken. Ich frage mich dann immer, wenn die Leute sich beschweren, sagt, oh, ihr macht nur Angst, ihr verbreitet Angst. Ja, warum klickt ihr das Video denn überhaupt erst an? Warum tut ihr euch das denn an, wenn ihr es doch so sehr ablehnt? Warum denn dann? Das verstehe ich nicht. Ja. Ha? Ja, damit die schreien können. Damit die haten können. Richtig. Ja. Aber wie gesagt, könnt ihr machen, aber ist uns egal. Die nächste Prophezeiung ist von Theodor Beikirch von 1622. Hier geht es jetzt um die Zeit, um den Zeitpunkt. Der Monat Mai wird sich mit Ernst zum Krieg rüsten, aber es ist noch nicht die Zeit. Mhm. Der Monat Juni wird auch zum Krieg einladen. Aber es ist noch nicht die Zeit. Ja. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Ne? Der Monat Mai wird sich mit Ernst zum Krieg rüsten, aber es ist noch nicht die Zeit. Ne? Also wissen wir in diesem, das, um das jetzt nochmal vorweg zu sagen, diese Prophezeiung beschreibt das Kriegsjahr. Was wir nicht kennen, es steht kein Datum dabei. Es ist nur ein Ablauf, ein genauer. Ne? Also wir wissen, im Mai gibt es schon irgendwo einen Konflikt. Und dann rüsten sich die verschiedenen Nationen und Länder auf der Welt schon für eine Konfrontation. Also ist schon klar, dass es da was geben kann. Ein Auslöser. Ne? Ja. Aber es ist noch nicht die Zeit. Richtig. Ja, aber der Monat Juni wird auch zum Krieg einladen. Mhm. Aber da ist es auch noch nicht so weit. Genau, daran kann man erkennen, dass es sich bis zum Juni, einen Monat weiter, schon etwas deutlicher schon verschärfen wird. Aber es ist noch nicht so weit. Ne? Damit kann man rechnen. Das Ganze nimmt seinen Anfang im Mai. Deutlich. Vielleicht kommt da schon ein Crash, kann sein, Unruhen, ne? Ja. Schon vorhandene Konflikte, die auf der Welt schon da sind, dass die schon deutlich aufflammen. Zum Beispiel im Nahen Osten. Richtig. Der Monat Juli wird erst grausam handeln, dass viele vom Weib und Kind Abschied nehmen müssen. Ja. Da kann man schon erkennen, dass im Juli dann schon diese anfänglichen Zeichen für Krieg schon tatsächlich irgendwo schon real werden. Da sind schon die Kriegsschauplätze eröffnet, zum Beispiel, sagen wir mal, nach Osten. Da sieht man das jetzt schon deutlich. Oder andere Konflikte zum Beispiel. Ja. Aber da kann man schon erkennen, da werden schon Leute in den Krieg geschickt. Genau, weil Weib trennt sich von, also man trennt sich von Weib und Kind. Das heißt, dass die Männer eingezogen werden. Richtig. Und die werden zum Beispiel irgendwo in die Kriegsregion schon hingeschickt. Aber dann zu dem Zeitpunkt, Anfang oder Mitte Juli, ist noch kein Dritter Weltkrieg in Europa ausgebrochen. Ganz wichtig. Da noch nicht. Wir hören nur davon. Ne? Im August wird man an allen Enden der Welt vom Krieg hören. Ja, richtig. Das ist noch ein Monat weiter. Also jetzt kommt der Krieg auch hierhin. In Europa, Kriegsausbruch. Wir wissen ja von den Spezifikationen von dem Kriegsbeginn. Mit der Getreideernte. Ja, richtig. Wissen wir ja, der Punkt, den viele beschrieben haben, Ilmeier und andere sehr. Der Kriegsausbruch ist ungefähr Ende Juli, Anfang August. Und das passt ja auch wieder zu dieser Schilderung hier. Ja, im August wird man an allen Enden der Welt vom Krieg hören. Genau, überall, richtig. Also auch in Europa dann. Ne? Das passt ja schon wieder auf die Angabe, die wir gesagt haben, den Zeitraum.
Ende Juli, Anfang August. Also eher Anfang August. Wenn die Ernte reif ist. Richtig. Wie vorher schon gesagt. Also ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Dritte Weltkrieg hier ausbricht in Europa Anfang August. Hier, in Europa, ganz wichtig. Der September und Oktober wird ein großes Blutvergießen mit sich bringen. Ja, der September und der Oktober, diese zwei Monate, stellen dann das absolute Finale des Dritten Weltkrieges dar, wo sich dann diese ganzen Kriegsparteien alle also voll im Krieg befinden werden, sich nichts schenken werden, sich absolut bis aufs Äußerste bekämpfen werden. Da wird das größte Blutvergießen überhaupt stattfinden. Ja. Die prophetischen Quellen reden davon, dass ungefähr ein Drittel bis zwei Drittel der ganzen Menschheit bei diesem Dritten Weltkrieg, zwei Drittel, bei den drei Tage Finsternis und bei den Folgeerscheinungen daraufhin, wo viele krank werden und verhungern, sterben noch danach, dass dabei letztendlich ja... Ja, wenn man sich bedenkt, die Technologie, wie weit die fortgeschritten ist. Ja. Damals zu den, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, da war die Technologie nicht so weit wie heutzutage. Da kann man sich ja ausmalen, was alles an, an extra Strategien hervorgerufen werden. Ja, und da hat man viel verheerende Waffen heutzutage und man hat auch bestimmt garantiert noch Waffen, die für uns noch gar nicht bekannt sind. Geheimwaffen, die noch viel schlimmer sind. Also da kann man sich sicher sein, dass dieser Krieg viel verheerender ist als die ersten beiden Weltkriege zusammen. Hat der Ilmer ja auch gesagt. Ja. Der dritte wird noch viel schlimmer. Noch mehr Tote bringen wie der erste und zweite Weltkrieg zusammen. Zusammen. Naja, überleg mal, was das da bedeutet, ne? Ja. Im November wird man Wunderdinge sehen. Ja, ist auch sehr interessant. Also, Wunderdinge. Das Ende des Krieges ist ja dann nach den drei Tage Finsternis, die dann kommen. Die drei Tage Finsternis ist absolute Finale des Sterbens auf der Welt, kann man sagen. Ja. Ne? Aber erstmal ganz kurz, ne, im November, das bedeutet, dass wenn der Krieg im August ausbricht, da haben wir den August, September, Oktober, drei Monate. Richtig. Und im November werden wir Wunderdinge sehen. Ja, eine sehr gute Schlussfolgerung, richtig. Das bestätigt mich auch wieder vom Ehlmeier, die Kriegsdauer. Genau. Drei Monate haben wir dann hier tatsächlich. Ja. Und Ehlmeier hat gesagt, dass wir am Ende des Krieges, also am Ende der drei Tage Finsternis, hat er gesagt, ein Kreuz am Himmel sehen werden. Ja, das hat der Ehlmeier gesagt. Und hier passieren Wunderdinge. Also ja, was das dann im Endeffekt sein wird, das kann man noch nicht sagen. Nein. Aber es ist ein Wunderding, ne, wenn man ein Kreuz am Himmel sieht. Ja. Ja, schon, ne? Es gibt ja verschiedene Interpretationen. Sicher. Von der biblischen Seite. Mhm. Dann gibt es noch... Mhm. Ja, aber, richtig. Aber wir wissen ja nicht, was es ist. Aber es kommt ja darauf an, dass die Seher es gesehen haben. Seher haben ein Kreuz am Himmel gesehen. Ja. Und für sie ist es ein Wunderding. Natürlich, ja, wenn man das sieht. Im Traum, wenn ich das sehen würde... Das ist ja auch ein Wunderding. Ein Kreuz am Himmel. Ja. Das sehe ich sonst irgendwo nur an der Wand hängen oder in der Kirche. Ein Kreuz, aber nicht am Himmel. Ne? Vielleicht sogar noch leuchtend. Wer weiß. Wie, du siehst das leuchtend? Nein, aber wenn man das sehen würde. Du siehst das leuchtend. Ja, klar. Ja, wenn ich das leuchtend sehen würde, müsste man sich mal wirklich Sorgen machen. Ne? Ja. Auf jeden Fall kommt jetzt die Prophezeiung von Alois Ehlmeier. Da hier geht es um den dritten Hochgestellten, um den Mord an den Hochgestellten. Mhm. Dann lese ich mal weiter. Alois Ehlmeier. Alles ruft Friede, Shalom. Da wird's passieren. Wieder mit dem Friede, ne? Richtig, richtig. Alles ruft Friede, weil alle wollen Friede. Alle merken auf der Welt, dieser Konflikt im Nahen Osten wahrscheinlich, der kann zu etwas ganz Schlimmem führen. Die Menschen wollen diese Friedenstreffen, das wird stattfinden. Ne? Auch Shalom, ganz wichtig. Shalom ist gerade die Menschen in Israel ist damit gemeint, Shalom. Ja, also, da wird es passieren. Ja. Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf. Große Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber. Die Lage ist gespannt. Mhm. Ist auch gerade das Szenario, was ja auch Pater Paisus beschrieben hat. Ja. Da, wo Pater Paisus Szenario endet, da fängt dieses Szenario hier mit Ehlmeier an. Weil am Ende hat er gesagt, dass das Letzte, was er gesehen hat, der Paisus, dass sich aus allen verschiedenen Ländern die Kriegsschiffe im Mittelmeer sammeln. Ja. Ja, das ist genau das hier. Stehen sich alle feindlich gegenüber, die Flotten.
Ja. Ja. Lage ist gespannt, ja. Dann geht's also erst richtig los. Erst richtig. Ja, wie er dann auch sagt, am Balkan wird's, ja, das ist ja die Friedenskonferenz, aber der eigentliche Zünder wird doch am Balkan sein, dass der Krieg doch da passiert. Ja, eigentlich zündende Funken ist dann letztendlich der Mord am Hochgestellten. Genau, ja. Der, diese Friedenskonferenz, die am Balkan oder in der Nähe des Balkans stattfindet, ja. Das ist der eigentliche. Aber hier ist es ja auch interessant mit Pater Paisios, wenn die großen Flotteverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber. Griechenland ist ja auch teilweise so Mittelmeer. Mhm. Und da kann ja sein, dass sie dann halt erstmal untereinander sich da treffen werden, oder? Na klar, viel ist möglich. Man weiß es ja nicht ganz genau, kann man es ja nicht bestimmen. Ne? Aber der eigentliche zündende Funke wird im Balkan ins Pulverfass geworfen. Ja, richtig, das ist dieses Friedenstreffen. Genau. Ja. Ich sehe einen großen Fallen, einen blutigen Dolch liegt daneben. Dann geht's Schlag auf Schlag. Ja, richtig. Der Große wird fallen. Also diese große Hochgestellte, diese wichtige Person mit anderen Worten, wird auf dem Friedenstreffen ermordet. Ein Dolch liegt daneben. Also wissen wir, derjenige wird erstochen. Dann geht es Schlag auf Schlag. Ja, dann geht der Krieg auch sofort los, wie wir wissen, über Nacht. Zwei Männer bringen einen dritten Hochgestellten um. Sie sind von anderen bezahlt. Dann ist Krieg. Ja, es gibt zwei Auftaktsmorde. Ilmar hat sogar noch dazu gesagt, dass die beiden bezahlt worden sind von anderen. Ja. Diese Mörder. Einer ist ein hellerer Mann mit hellem Haar und einer ist ein kleiner Mann mit schwarzem Haar. Das stimmt. Und ein dritter Hochgestellter. Das heißt, dass ja vorher ja schon zwei große umgebracht worden sind. Richtig. Das aber nicht in diesem, das ist wahrscheinlich schon passiert. Wer weiß, Kennedy ist ja auch einer. Mhm. Ja, ein Zeuge von damals, der den Ilmar kannte. Ne, dieser Zeuge, der Pollinger genannt wird, der hat damals gemeint, dass der Ilmar zu ihm gesagt hat, dass damals schon zwei Friedenspersonen ermordet wurden, zwei schon weg waren. Aha, also fehlt nur noch einer. Ja, aber man weiß halt nicht, ob der dieser Zeuge sich das da selbst herbeigeleitet hat oder ob das der Ilmar ja wirklich gesagt hat. Bei Zeugen ist das immer so ein Problem. Zeugen, die Ilmar ja kannten, da kann man sich nicht wirklich drauf verlassen, ne? Es geht über Nacht los. Es geht in drei große Linien westwärts. Ja, richtig. Das sind die drei großen Stoßkeile, die auch der Ilmar ja erwähnt hat. Der unterste Heerwurm kommt über den Wald daher, zieht dann aber nordwestlich der Donau, um in gleicher Richtung wie in zwei anderen Heeressäulen dem Rhein zuzustreben. Mhm. Ja, die wollen bis zum Rhein. Richtig, ja, wollen die alle. Die kommen vom Westen her. Nee, vom Osten kommen die doch her, ne? Ja. Wollen Richtung Westen bis zum Rhein. Richtig, drei Stoßkreise. Der untere kommt südlich, der andere kommt geradewegs in der Mitte durch und der obere kommt nördlich. Und alle drei treffen sich dann wie ein Sichel im Ruhrgebiet und machen dann zu. Diese Sichel macht zu, muss man sich vorstellen. Die Kreise treffen sich. Ja. Die beiden Zangen gehen zusammen. Wollen uns einkesseln dann, regelrecht. Und diese drei Stoßkreise Keile kommen aber nicht mehr, knapp über den Rhein, aber fast gar nicht mehr. Ja. Eigentlich quasi gar nicht mehr. Bis der dritte Mord an einem Hochgestellten geschieht, muss laufen. Nicht auf den Autobahnen, sondern rückwärts auf den Bundesstraßen. Die Autobahnen sind alle verstopft. Der Russ kommt. Ja, ja, wieder die Aussage, der Russe kommt, ne? Weil es so oft immer, teilweise muss ich sagen, geleugnet wird immer noch von den Menschen, was ich nicht verstehen kann. Weil 80% aller Prophetien ganz klar den Russen benennen. Aber hier müssen wir auch sagen, wir haben ja auch zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass die Russen daran schuld sind oder dass die auch, dass wir, soll ich sagen, die Russen dem Ganzen Schuld geben. Ja. Die werden einen Grund haben, warum sie hier hinkommen müssen. Ja, die kämpfen doch in Wahrheit gar nicht gegen Deutschland und die kämpfen auch nicht hier gegen die europäischen Länder. Wenn die Russen kommen, dann kämpfen die in Wahrheit gegen den Amerika. Amerikanischen Einfluss, der sich natürlich auch auf die NATO niederschlägt. Ja, natürlich. Dagegen kämpfen die. Wir machen hier keine russische Propaganda, wie das oft manchmal erzählt wird, so ein Scheiß. Die werden dazu gezwungen sein, weil wir ja auch wissen von den Taktiken von den Amerikanern, dass die natürlich das auch wollen, dass der Russe immer als böse gesehen wird. Ja klar, ist ein Feindbild, wie immer. Ja. Ein alte Feindbild, richtig. Immer, Russland, Amerika. Und das wissen wir, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Ne? Und solche Anschuldigungen sind dann lächerlich, die dann von manchen Leuten kommen. Wir sind wach, wir
können das noch erkennen. Ja, wir können das erkennen, ja. Was in den westlichen Medien so gezeigt wird, heißt noch nicht, dass immer alles richtig ist. Eben. Dann sagt er noch, massierte Truppenverbände marschieren in Belgrad von Osten her ein und rücken nach Italien vor. Ist auch interessant. Ja. Italien, die kommen auch nach Italien. Ja. Der südliche. Ja, genau. Der südliche Heerwurm, hat der Edelmeier auch mal gesagt. Heerwurm. Keil. Ne? Gleich darauf stoßen drei gepanzerte Keile nördlich der Donau. Blitzartig über Westdeutschland in Richtung Rhein vor. Mhm. Ohne Vorwarnung. Mhm. Ja, genau, das ist der ungefähr dieser gerade Keil, der in der Mitte durchkommt. Aber auch hier ohne Vorwarnung ist ja auch wichtig, weil es ja plötzlich passiert. Die Menschen sind nicht vorbereitet. Das kennen wir jetzt schon von den vorherigen Vorhersagen. Ja. Das wird so unvermutet passieren, dass die Bevölkerung in wilder Panik nach Westen flieht. Ja. Ja. Ganz richtig. Das wären zum Beispiel dann hauptsächlich, ist hier von Deutschland die Rede, ne? Da werden die von Ostdeutschland, die werden ja als erstes dann damit konfrontiert sein mit den Russen, die fliehen dann natürlich in den Westen. Die gehen ja nicht den Russen in die Arme. Mhm. Ne? Aber auch die Länder, die schon davon angegriffen wurden, die Menschen, die ziehen ja dann auch hierhin. Mhm. Ne? In Ostteil von Europa, richtig. Die Länder. Die sind ja als erstes dann dran. Ne? Ja. Gut. Jetzt haben wir jetzt hier besprochen, wann wird das passieren, wann fängt es an. Jetzt besprechen wir, wie wird dieser Weltkrieg, was wird da überhaupt passieren? Was geschieht da? Birkenbaum sage von 1701. Es wird ein fürchterlicher Krieg kommen. Auf der einen Seite werden alle Völker des Westens, auf der anderen Seite alle des Ostens stehen. Ja, ist wirklich so. Ja. Ja, weil, wie gesagt, China, Russland und die Verbündeten, die BRICS-Staaten sind auf der Ostseite. Ne? Und die NATO bildet sich ja, die NATO bildet sich ja aus den ganzen Armeen der europäischen Länder. Mhm. Ne? Wissen ist vielen gar nicht bewusst, aber das sind alles die Armeen der europäischen Länder. Ja, natürlich. Das ist ein riesiger Klotz. In fürchterlichen Scharen werden jene heranschreiten. Lange wird man mit unentschiedenem Glück kämpfen, bis man endlich in die Gegend des Rheins kommt. Dort wird man kämpfen 3 Tage lang, so dass Wasser des Rheins rot gefärbt sein wird, bis es bald nachher zur Schlacht am Birkenbäumchen kommt. Ja, das ist im Grunde das, was wir alles gerade schon besprochen haben, richtig. Also 3 Tage. 3 Tage wird hier eine richtig heftige Schlacht sein, hier, wenn die Russen hier sind. Ja, und wenn die dann die Gegenwehr. Wenn die dann noch sagen, bis der Rhein, das Wasser des Rheins wird rot sein, dann kann man sich ja vorstellen, was für eine Schlacht da sein wird. Ja, genau, das ist der Ausspruch damit, dass sehr, sehr viel Blut vergossen wird bei dieser Schlacht hier. So, dass das Wasser des Rheins rot gefärbt sein wird. Ja, mitunter die Hauptschlachten werden hier stattfinden, bei uns hier wieder auf deutschem Boden. Hier. Ja. Ja. Da werden weiße, blaue und graue Soldaten kämpfen, mit solcher Macht und Wut, dass jene Scharen vollkommen aufgerieben werden und das wird Ruhe und Friede sein. Mhm. Und dann wird Ruhe und Friede sein. Ja, genau, das mit dem Aufgerieben, ne, das stammt ja auch aus verschiedenen anderen Quellen, wurde auch beschrieben, da werden die Russen aufgerieben. Weil da wird ja der gelbe Strich abgeworfen und dann das Ende. Aber auch hier ist es sehr interessant, da werden weiße, blaue und graue Soldaten kämpfen. Das ist richtig. Nicht nur der Russe. Nein, nicht nur der Russe. Das sind die russischen Truppen gegen die verschiedenen NATO-Truppen, habe ich ja gesagt. Gegen die verschiedenen Truppen der verschiedenen europäischen Länder. Die haben ja alle teilweise hier andere Abzeichnungen, andere Uniformen an. Ne? Ja. Ja. Wie sie alle heißen, vielleicht, keine Ahnung. Ne? Die werden dann kämpfen. Vielleicht sind auch ein paar amerikanische Soldaten vielleicht noch dabei, die hier noch sind. Auf den Stützpunkten, darauf haben die Russen natürlich abgesehen. Auf die US-Basen und NATO-Basen. Doch jene Zeit wird eintreten, wenn allenthalben Unzufriedenheit, Missachtung der Religion herrschen wird. Ja, genau, haben wir. Glaubensabfall, haben wir alles. Glaubt keiner mehr dran. Ja, das wird dann eintreten, der Krieg. Wenn Unzufriedenheit, Missachtung und Religion herrschen wird. Welche alles immer größer wieder aussieht. Wenn niemand mehr gehorchen, niemand mehr untertan sein will, wenn man Reiche und Arme nicht mehr unterscheiden kann,
dann glaubt, dass jene Zeit nahe ist. Ja, die Menschen wollen jetzt mittlerweile immer weniger gehorchen, merkt man ja. Werden immer aufsässiger. Das stimmt. Ja. Es gibt mehr Unruhen weltweit, richtig, momentan ja, auch aufgrund von verschiedenen... Weil die Menschen unzufriedener werden mit dem... Man möchte sich ja auch nicht immer alles gefallen lassen. Ja, richtig. Und dieses Gefühl wird immer größer, richtig, alles gefallen zu lassen. Richtig. Das wird schlimm enden. Die nächste Prophezeiung ist von Ron White. Die ist von 1976. Russland scheitert beim Angriff auf Israel. China greift Russland im Süden an. Die Russen ziehen sich aus Europa zurück. Ja, sehr interessante Aussagen hier. Russland scheitert beim Angriff auf Israel. Na, man hat sich ja immer gefragt bei Paisios, warum stehen die Russen 6 Monate lang hier vor Israel? Der Westen fordert sie auf, sich zurückzuziehen, stellen den Russen ein Ultimatum und das Ultimatum läuft aus und die Russen ziehen sich nicht zurück. Also sie werden tatsächlich vor Israel sein, weil sie mit ihnen wahrscheinlich Krieg führen mit Israel. Hat das nicht Alois Ilmer ja auch gesagt, dass man vor den Toren von Israel steht? Nein, der Paisios. Ach, Paisios. Ja, ja, habe ich gerade erzählt. Ja, genau. Hab nicht zugehört. Nee, macht ja nichts. Ja, China greift Russland im Süden an. Das ist genau das, weil ich letztes Mal auch schon gesagt habe, China wird die Russen verraten am Ende des Krieges und wird den Russen in den Rücken fallen. Sonst sind die Schulter an Schulter, kämpfen gegen Amerika und NATO, aber am Ende werden sie denen den Rücken fallen, die Chinesen, den Russen. Ja, ja. So ist das im Krieg. Jeder, erstmal bis die Vorteile haben, arbeiten die zusammen und später... Ja, ja, war schon in jedem Krieg so, sich, dass Bündnisse innerhalb des Krieges auch dann zerfallen sind, weil die Interessen dann doch anders waren. Ja, das geht dann nur um das eigene Wohl am Ende. Ne? Die Russen ziehen sich aus Europa zurück, ja. Das ist ja klar, die müssen ihre halben Truppen wieder abziehen, weil sie ja mit einem viel größeren Feind auf einmal auf der anderen Seite zu tun haben. Ja. Müssen die ihre letzten Reserven mobilisieren, die sie noch haben. Ne? Passend. Die nächste Prophezeiung ist von eine italienische Prophezeiung von Frate Giorgio Maria da Terni, Prophezeiung von 1970. Neapel und andere Städte am Meer werden vollkommen zerstört. Wilde Horden, Russen, Slawen und Araber fallen über Italien her. Ja, auch interessant. Hier sehen wir ja schon wieder, dass es nicht nur Russland ist, die hier einfallen, sondern auch mit Russland zusammen wilde Horden. Irgendwelche, die überhaupt keinen irgendwelchen Truppen angehören, einfach nur Plünderer. Aber auch slawische Länder sind daran beteiligt. Und arabische Länder sind auch daran beteiligt. Die dann mit den Russen wahrscheinlich mitziehen. Ja. Ne? Auch Araber, vielleicht Iraner, weil da gibt es ja ein Bündnis. Ja. Ne? Ja, die fallen über Italien erstmal her. Ja. Ne? Tja. Rom wird ausgeplündert und von Pest und Feuer gegeißelt. 30 Millionen Italiener werden grausam massakriert. Ja. Schlimm. Tja, klar. Ja, wird ja nicht ohnehin gesagt, dass ein Drittel bis zwei Drittel der Weltbevölkerung eines weg sind. Ne? Hm. Ja. 30 Millionen, das ist ja die Hälfte. Ich glaube, Italien hat 60 Millionen. Mhm. Ja. Die Hälfte. Ja, Italien soll es ganz schlimm treffen. Ist ja auch die Aussage von verschiedenen Prophetien. Ja. Ja, Österreich und Westdeutschland werden von Truppen unter dem Geleit sowjetischer Panzer besetzt. Ja, also russischer Panzer, genau. Damals waren halt ja noch sowjetische Panzer zu der Zeit, wo die Prophezeiung gemacht wurde. Da gab es dann auch die Sowjetunion. Genau. Richtig, also Russland, ja. Paris wird in Asche gelegt. Ja, will ich mal. Da gibt es auch viele Andeutungen mit Paris. Hm. Über Paris, das hat ja Alois Ilmer ja auch gesagt, dass der eiserne Turm ja brennen wird. Ja, die eigenen Leute zünden Paris komplett an, also die ganze Stadt fackelt ab. Das ist auch so ein Anzeichen, dass es dann zum Krieg kommt. Ja. Es gibt kein Licht, keine Versorgung, kein Radio oder Fernsehen. Ja, ist normal, weil der Strom dann ausfällt. Ne? Gibt's dann, elektrische Geräte werden nicht mehr funktionieren. Ein gewaltiges Erdbeben kommt. Zum Abschluss von so viel Heimsuchen regiert die Pest. Mhm.
Ja, ja, wir wissen ja nicht, was die Pest sein wird, ob das wirklich die Pest ist. Mhm. Bei so vielen Leichen kann es sein. Ja, bei so vielen Leichen, die dann rumliegen, könnt ihr euch vorstellen, Milliarden Leichen liegen dann auf der Welt rum, dass das dann Krankheiten erzeugen kann. Das kann man verstehen, ja. Und dann auch mit diesem Erdbeben. Ja, genau, dass dieses Erdbeben, was die 3 Tage Finsternis einläutet. Wo man es dann erkennen kann. Kalte Nacht kommt, ein richtig weltweites Erdbeben. Das hat der Alois Ehlmeier gesagt, ja. Aber auch nicht nur er, sondern mehrere Seher haben über diesen 3-tägige Finsternis gesprochen, über Umweltkatastrophen und auch chemische Waffen. Richtig. Ich denke, dass das Erdbeben entweder getriggert wird durch eine große Bombe, die in der Nordsee gezündet wird, oder aber durch einen Asteroideneinschlag, der hier oft passieren wird, zeitgleich. Aber dazu kommen wir später noch. Genau. Zum Abschluss, das habe ich gelesen, Heimsuchung regiert die Pest. Genf wird vom Erdboden verschluckt. Darauf folgt eine gute Zeit. Also das ist ja das, was jetzt im Krieg passieren wird. Italien wird angegriffen, die Truppen, Paris wird brennen, das wird alles während des Krieges passieren und nicht vorher. Das ist währenddessen, ne? Ja, währenddessen, genau. Genf wird vom Erdboden verschluckt. Ja, manche Städte, die sollen einfach abfallen in den Boden rein, nachgeben sollen die. Also praktisch nach dieser ganzen Zerstörung wird ja dann gesagt, dann kommt eine gute Zeit. Ja, das wurde ja überall, in allen Prophezeiungen und auch in allen heiligen Schriften prophezeit, dass danach eine gute Zeit kommt. Irgendwann danach, ja. Dann die nächste Prophezeiung ist ein Bauer aus Selb. Prophezeiung stammt von 1970. Es kommt ein Krieg. Das Dorf selbst wird von russischen Truppen gebrandschatzt. Dann ziehen schwarze Wolken aus Westen auf, aus denen rasende Blitze zucken. Danach ist ringsrum eine Wüste, die von Flugasche bedeckt ist. Ja, es kommt ein Krieg, damit ist der Dritte Weltkrieg gemeint. Das Dorf selbst wird von russischen Truppen gebrandschatzt. Ja, wieder die russischen Truppen, die wieder benannt werden. Ja, die aber sehr wohl nicht nur normal Krieg führen werden, sondern sie werden auch manche Städte brandschatzen. Und brandschatzen ist alles abfackeln und alles rauben. Das ist brandschatzen. Hm. Ne? Da wird es auch russische Truppen geben, die das tun. Kommt immer auf den Soldat an, habe ich ja gesagt. Manche machen das nicht. Ja, während des Krieges wird ja dann auch, hier steht ja drauf, schwarze Wolken ziehen aus Westen auf, aus denen rasende Blitze zucken. Tja, was das ist für ein Phänomen, keine Ahnung, Wetterwaffen, keine Ahnung. Die 3-tägige Finsternis, da wurde ja auch über Blitze gesprochen, wo kein Donner zu hören ist. Ja, richtig, ja. Ja, weiß man nicht. Ja. Kann auch Vulkanausbrüche aber auch hinweisen, das da kenne ich das auch. Da, wo Vulkanausbrüche sind, da kommt eine schwarze Wolke, da kommt keine Sonne mehr durch. Aber in diesen Wolken gibt es überhaupt Blitze. Ja klar, durch die elektrische Ladung. Richtig, genau. Das kann das sein. Wir haben hier viele riesige Vulkane, ne, die auch kurz vorm Ausbrechen sind. Ne? Mhm. Mega-Vulkane, Super-Vulkane. Sehr viele. Also über die 3-tägige Finsternis möchten wir auch ein Video noch machen. Mhm. Da werden wir dann darauf ganz nah, also näher eingehen. Ja. Alois Ehlmeier, die nächste Prophezeiung wieder. Die große Stadt mit dem hohen eisernen Turm steht im Feuer. Aber das haben die eigenen Leute angezündet. Nicht die, die vom Osten heran marschiert sind. Ja, hier bekommen wir die Aussage, dass die eigenen Leute, speziell die eigene Jugend, wie auch Ehlmeier gesagt hat, Paris anzündet und nicht die, die vom Osten her marschiert sind. Also die vorher, die Fremden, die von Osten herkommen. Mhm. Also die eigenen Leute, die Franzosen selbst. Ja, richtig, Franzosen selber machen das. Und die zünden ja oft viele Sachen an, wenn die demonstrieren, sieht man ja. Ja, dafür sind sie bekannt. Aber hier, ist ja jetzt speziell dann der eiserne Turm. Ich weiß nicht, der stand bisher, stand der schon mal in Fackeln? Der kann ja selbst nicht brennen, weil der besteht ja aus Stahl. Oder so, ja. Ja, aber es sieht so aus, wenn die Flammen drumherum sind, wenn die ganze Stadt brennt, sieht es ja von Weitem so aus, wenn man den Turm da sieht, von Flammen umgeben, als wenn der der Turm brennt. Aber hier wird ja Paris beschrieben mit dem eisernen Turm. Das ist, steht im Feuer, die Stadt steht im Feuer. Richtig. So, wenn die Politiker so viel zum Zusammenrennen anfangen, dann dauert es nicht mehr lang. Ja, die Politiker rennen, treffen jetzt sich. Dauern ständig zusammen, weil sie immer wieder andere Krisen haben. Gerade in der EU rennen die ständig zusammen, aber da kommt ja meistens nichts bei raus. Genau, aber schön Kohle kassieren, ne? Ja. Die nächste Prophezeiung ist von AB
Abbé Soffron, die Vision ist von 1828. Paris wird derartig zerstört werden, dass auf seinem Boden geackert werden kann. Ja, das ist ja wohl ganz deutlich der Grad der Zerstörung, ne? Den Paris erfahren wird, dass man auf seinem Acker hinterher, ne? Ja. Ja, hinterher ackern kann auf seinem Boden. Das heißt, dass dort Felder hinterher geben wird, dass da dort Landwirtschaft betrieben wird, da wo einst mal Paris stand. Manche zünden sogar die Erde an, damit es wieder düngen kann. Ja, ja. Wahnsinn. Unfassbar. Ja, da kannst du ja sehen, welche Waffen da auch mit im Spiel sein können. Ne? Ja. Die nächste Prophezeiung redet ja auch über Paris. Da spricht Pater Nectu. Von 1710 bis 1772 lebte er. Es werde sich in Frankreich zwei Parteien bilden, die sich auf Leben und Tod bekämpfen werden. Die Schwächeren wird siegen. Paris wird gänzlich zerstört werden. Ja, hier schon wieder. Paris wird komplett zerstört werden, komplett abgefackelt werden, im Krieg zerbombt werden. Also davon wird nichts mehr übrig sein. Ja. Das ist unfassbar, wenn man das sich eigentlich vorstellt. Paris komplett weg. Also Italien wird komplett viel zerstört. Die halben Italiener werden sterben. Auch Tschechien soll fast komplett ganz weg sein, ausradiert. Paris wird brennen. Mhm. Die nächste Prophezeiung ist von Anna Maria Taigi. 1769 bis 1837. Gott wird zwei Strafgerichte verhängen. Eines geht von der Erde aus, nämlich Kriege, Revolution und andere Übel. Das andere Strafgericht geht vom Himmel aus. Ja, richtig. Die Kriege führen wir Menschen, machen wir selber, richtig. Revolution, Krieg. Und das andere kommt halt vom Himmel. Das kommen wir später zu. Genau, irgendwas kommt vom Himmel. Naturereignis, kann man sagen, oder, ne? Ja, höhere Gewalt. Ja. Es wird über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die 3 Tage und 3 Nächte wird. Richtig, das ist das Zeichen überhaupt, eine Prophetie, was am meisten vorkommt und auch in allen heiligen Schriften, die 3 Tage Finsternis, ist das Zeichen überhaupt. Ja. Ja. Diese Finsternis wird es ganz unmöglich machen, irgendetwas zu sehen. Ferner wird die Finsternis mit Verpestung der Luft verbunden sein, die zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich die Feinde der Religion hinwegraffen wird. Ja, die Verpestung in der Luft während der 3 Tage Finsternis, hat auch der Ilmar erwähnt. Ja. Da geht ja der Staubtod um. Dort wird sich dann ein Staub in der Luft befinden, den die Leute einschnaufen und daraufhin einen Krampf bekommen und sterben. Wo auch das ganze Vieh, alle richtig, alles was draußen umfällt, ist. Tot umfällt. Ja, richtig. Alle Tiere, die draußen sind, alle Menschen, die nicht irgendwo verbarrikadiert sind und sich den Stoff vom Mund halten, alles dicht machen, die werden alle diesen Atemkrampf sterben. Deswegen hat er ja auch gesagt, dass man die Türen alle abdichten sollte. Richtig. Da muss ja irgendeine chemische Waffe sein. Naja, muss, ja. Irgendwas wird das sein. Hat er nicht gesagt, die gelbe Wand oder gelbe Staub? Alois Ehlmeier? Ja, wie gesagt, der gelbe Strich wird ja gezogen. Das ist ja ganz giftig, dieser Staub, dieser gelbe Staub. Ne, und in so einem, Erna Stieglitz hat ja gesagt, dass das sogar atomar beinhaltet, atomare Wand. Ne, das ist also ein Gemisch ist aus Giften, aus Chemikalien, was ätzt und aus vielleicht auch Strahlung noch mit drin ist. Man kann sich ja vorstellen, dass sich das verflüchtet durch den Wind in alle Richtungen. Ja. Und dass dann in der 3 Tage Finsternis die Luft angefüllt ist mit diesem Staub, mit verbranntem Material, was überall brennt, weil die Weltstädte brennen, mit Plastik, ne? Aus Vulkanasche besteht, die ja auch nicht gerade gesund ist, wenn man die einatmet. Ja. Und dieser ganze Mix aus Rauch und dieser ganze Cocktail ergibt wahrscheinlich so einen Staub, dass du daran sofort stirbst, wenn du das einatmest. Solange die Finsternis dauert, wird es unmöglich sein, Licht zu machen. Also es wird so dunkel sein, dass man gar nichts mehr sehen kann. Genau, und elektrische Geräte funktionieren nicht. Nur geweihte Kerzen werden sich anzünden lassen und Licht spenden. Also da hat ja der Alois Ehlmeier das auch gesagt, geweihte Kerzen. Ob das dann so ist, wissen wir natürlich nicht. Damals waren die Menschen sehr gläubig. Ja. Kann aber auch sein. Schaden tut es halt nicht. Also nein, Schaden kann es nicht. Wir werden uns eine kaufen auf jeden Fall. Ja, ja. Oder holen von der Kirche. Kann man machen, ja, ist gut. Ja. Wer während dieser Finsternis aus Neugier das Fenster öffnet und hinausschaut oder aus dem Hause geht,
wird auf der Stelle tot hinfallen. Ja. Also man darf nicht rausgehen, habe ich ja gerade gesagt, weil man dann sofort den Tod stirbt, Atemtod. Aber man soll aber auch nicht rausgucken. Man soll die Fenster zumachen oder zuhängen. Man soll nicht das sehen, was draußen ist, weil es einen Angst bereiten würde. Oder weil eben die Soldaten sind, die draußen sind. Die würden euch mit eurer Kerze, die ihr anhabt, in eine Lichtquelle. Das Licht werden sie sehen. Ja. Richtig, und dann werden die zu euch rein wollen. Auch die Plünderer oder die Mobs. Und dann seid ihr dran. Wenn alles ganz schwarz ist, da werden die Soldaten, die werden ja sowieso sterben, wenn die draußen sind. Ja. Aber wenn, wird man das Licht vom Fenster sehen und da wird dann irgendwie dann jemand reinkommen. Richtig. Das ist eher ein Sichtschutz, ein Schutz für euch. Deswegen hat Alois Ilmer ja gesagt, bedeckt das Fenster mit schwarzer Pappe. Richtig, ja. Weil man da zumachen soll. Ihr sollt euch da drin verbarrikadieren und keiner soll euch sehen, damit keiner auf euch aufmerksam wird. Aber ihr sollt auch nicht sehen, was draußen passiert an schlimmen Dingen. Da bekommt ihr noch mehr Angst. Manche Leute werden vielleicht vor Angst dann einen Herzinfarkt bekommen. Jetzt kommen wir zur nächsten Prophezeiung. Da beziehen wir uns auf diese, wo gesagt wird, es kommt was vom Himmel. Ja, darüber wollen wir sprechen. Und zwar die Schilderung der Zerstörung in Amerika. Ein Himmelskörper kommt vom Himmel herab. Mhm. Und diese Prophezeiung ist von Veronika Lüken, ist eine Amerikanerin. Es wird über die Erde eine große Finsternis kommen. Die Luft wird zum Ersticken sein. Es wird kein Licht geben, nur wenige Kerzen werden brennen. Mhm. Ja, eine große Finsternis kommt. Also gesagt, das ist ein Zeichen überhaupt. Ne? Die Luft wird zum Ersticken sein. Das ist wieder so ein Hinweis wie auf den Hinweis auf den Staub von Ilmeier oder auch von anderen Quellen. Ne? Irgendwas wird in der Luft sein, woran die Leute einen Krampf kriegen und keine Luft mehr kriegen, werden ersticken. Ja. Ne? Die Luft wird ganz schlecht sein. Ja. Ja, aber das hier steht ja auch, ne? Mhm. Es wird über die Erde eine große Finsternis kommen, ja. Mhm. Bald wird ein Schwert über die Erde kommen. Die Bestrafung einer reuelosen Generation. Die Strafe wird in Stufen gegeben. Erstens, von innen durch den Menschen eigene Schöpfung. Richtig. Wie gesagt, menschengemacht, der Krieg. Genau. Die Auseinandersetzung, die militärische. Zweitens, von den Elementen. Mhm. Das ist da dieses, wo man sagen kann, höhere Gewalt. Genau. Drittens, von den Sternen, von dem, was auf euch fallen wird, indem ihr von Planeten der Kugel der Erlösung getroffen werdet. Ja. Hier steht also, dass etwas von den Sternen kommt und auf uns fallen wird, auf unsere Erde fallen wird. Also es wird hier etwas einschlagen. Mhm. Und sie nennt das hier einen Planeten sogar. Der Kugel der Erlösung. Die Kugel der Erlösung. Ja, wir werden davon definitiv getroffen. Manche sagen ja, reden ja von Nibiru, der uns nur streifen soll. Gibt es ja diese Theorie. Ja, ne? Das kann ja sonst was sein. Auf jeden Fall kommt irgendetwas vom Kosmos auf die Erde zu. Aber es wird auf die Erde einschlagen hier. Ja, ja, ja. Nicht nur dran vorbeigehen, es wird einschlagen auf uns. Ja. Und es wird wahrscheinlich ein Asteroid sein. Mhm. Ein ziemlich großer. Gibt viele Theorien, ist ja ein Asteroid. Irgendwann sagen ja die Wissenschaftler auch, dass es ja nicht abwegig ist, dass es passieren wird irgendwann. Ja, genau, ja. Die Kugel wird von der Atmosphäre eurer Erde kommen. Sie wird vom Weltraum herabkommen. Sie wird ein Stück vom Universum sein. Ja, hier schon nochmal bestätigt, die Kugel wird von der Atmosphäre eurer Erde kommen. Ne? Ja. Tatsächlich wird unsere Erde eintreten in die Atmosphäre. Sie wird vom Weltraum herabkommen und sie wird ein Stück vom Universum sein. Ja. Ja, wir alles ein Stück eigentlich vom Universum ist. Auch unsere Erde ist ein Stück vom Universum. Ne, wenn man tiefer geht, wir alle sind ein Stück. Auf jeden Fall kommt es aus dem Weltraum. Ja. Aber was jetzt der nächste Satz, das ist sehr interessant, sie sagt, ihr werdet von einem Planeten getroffen. Also es ist wahrscheinlich ein Planet, der auf die Erde fallen wird. Ja, es gibt ja so solche kleine, wie nennt man den nochmal, so kleine Zwerge, die außer der normalen Umlaufbahn durch den Weltraum fliegen. Ja, die haben auch ihre eigene Umlaufbahn, aber die haben eine ganz größere Umlaufbahn, richtig, die irgendwann wieder zurück in unseren Sonnensystem sein wird. Richtig, die haben eine Umlaufbahn von mehrere tausend Jahre, bis die an uns immer vorbeigekommen oder bei uns einschlagen. Solche Körper, wie gibt es? Es gibt solche Theorien, ja. Ja,
So Einzelgänger nennt man die. Es gibt Einzelgänger, so nennt man die. Das sind tatsächlich so winzige kleine Planeten. Da kann man sich ja vorstellen, dass wenn sowas passiert, dass etliche Vulkane ausbrechen werden. Wolken, Gewitter, Dunkelheit. Ja, klar, alles. Ja. Wenn so ein Dings da bei uns einschlägt, das ist so ein Himmelskörper, so ein Asteroid oder so ein einsamer Wanderer. Hm. So nennt man die. Habe ich letztes Mal noch gelesen in der NASA einen Artikel, dass sie so einen ausgemacht haben, so einen einsamen Wanderer. Ja? Ja. Ja. Tja. Kann man ja recherchieren, ob irgendwie was dran hängt. Dann sagt sie noch, Gebäude, die einstürzen, Stimmen, die kreischen. Große senkende Hitze, Feuerblitz, dann Finsternis. Die Welt scheint still zu stehen. Mhm. Die Erde scheint sich nicht mehr zu drehen. Leute, die hin und her rennen, ziellos im Dunkeln. Hm. Interessant, die Erde scheint sich nicht mehr zu drehen. Dreht sie sich dann vielleicht für einen Augenblick, für eine Zeitspanne wirklich nicht mehr und steht durch diesen Einschlag? Hm. Wir wissen ja nicht, was dieser Einschlag hervorruft. Vielleicht ein Polsprung. Ja, weltweites Erdbeben, richtig. Ja. Boah, das hat schwerwiegende Folgen, ne, bei so einem Einschlag, ne? Hm. Davon ja, kann man ausgehen. Feuerblitz, diese Hitze, ja. Finsternis. Hm. Ist klar, Leute, die herrennen ziellos im Dunkeln. Da ist ein Haus, in dem eine Kerze brennt. Wie Tiere klammern sich die Menschen an die Eingänge und an die Türen, um hineinzukommen. Das verdeutlicht ja jetzt das mit den, da sieht man ja eine Kerze vom Haus, vom Fenster wahrscheinlich, und dass die Leute alle da rein wollen. Ja, deswegen ja musste man das mit der schwarzen Pappe auch bekleben. Ja, genauso wie wir uns das auch gedacht haben, weil die Leute dann reinkommen. Genau, weil in dieser völligen Dunkelheit sehen die Menschen ja nicht mal, wo die Eingänge sind. Aber wenn dann eine Kerze brennt, ja, dann wollen die dahin. Richtig, das kleinste Licht sieht man dann, selbst wenn einer nur eine Zigarette raucht. Ja. Ne, siehst du das kilometerweit in einer ganz dunklen Nacht. Ja. Ja. Ein anderes Haus hat brettvernagelte Fenster. Auch darin brennt eine Kerze. Keine Tür wird geöffnet. Ja, sicher. Das ist da, wo es vernagelt ist, das Fenster, wo es zu ist. Ja. Da kommt keiner rein. Die sind vorbereitet, da wo die Fenster vernagelt sind. Da werden vereinzelte Menschen sein, die sich vorbereitet haben. Ja, richtig. Und keine Tür wird geöffnet. Das sagte ja auch der Alois Ehlmeier, dass man niemanden reinlassen sollte. Mhm. Staub und Felsbrocken beginnen auf die Leute zu fallen. Überall Blut. Schreie um Barmherzigkeit. Interessant, Staub und Felsbrocken beginnen auf die Leute zu fallen, von dem Asteroid oder auch von dem Einschlag. Oder Staub. Von dem Planeten, was sie sagte. Richtig, aber Staub fällt auch runter und Felsbrocken. Yes. Aber auch Staub. Und der könnte auch damit was zu tun haben, dass der auch unverträglich ist für uns. Ja, natürlich, das sind ja die Steine. Dieses richtig. Gestein, was ja in der Atmosphäre verglüht, kommt hier runter als Staub auch. Ja. Ne? Ist auch teilweise radioaktiv, ne? so ein Asteroid, weiß ja, ne? Der aus dem Weltraum kommt. Ja. In einer Versenkung ein Mann erhält ein Kreuz heraus. Eine Stimme schreit, 3 Tage, 3 Tage. Ja, daran erkennt man, dass er Zusammenhänge mit der 3 Tage Finsternis besteht, wenn der einschlägt. Ja. Das ist ab dem geschilderten Einschlag, haben wir jetzt gehört, dass es dann 3 Tage sind. Also, dass dieser Asteroid das auslöst, diese Finsternis. Tja. Das erhärtet sich hier ziemlich. Ja, natürlich. Ja, ganz wichtig. Die 3 Tage Finsternis. Wird höchstwahrscheinlich durch diesen Himmelskörper, der in unsere Erde einschlägt, Planet, Asteroid, keine Ahnung, dadurch ausgelöst, durch den Einschlag. Ja, geht hier ganz eindeutig hervor. Ja. Da schwebt eine gewaltige Himmelskugel wie eine glühende Sonne über dem Land. Sie zieht hinter sich ein Feuerschweif, wirbelt um den Himmel und der Erde zu, unerträgliche Hitze verbreitend. Ja. Den Schweif, den hinter sich herzieht, hat ja auch Mara Shipton davon gesprochen. Genau. Der Drachenschweif, den man sieht, wo die Leute noch hinterher, mehrere Jahre hinterher noch drüber sprechen werden. Ja. Ja, dann ist das. Dieser Himmelskörper, der einschlägt. Hat sie ja auch gesagt. Dadurch kommt, wenn der Meer brausend aufgeschoben, aufgeschäumt. Das hat die Mara Shipton ja auch gesagt mit dem Feuer. Er hat ja die Katastrophe beschrieben, nicht den Krieg, genau. Aber so eine Naturkatastrophe hat die beschrieben. Mhm. Der Drachenschweif. Hat sie gesagt, kommt vom Himmel, irgendwie sowas. Unerträgliche Hitze, ja. Städte beginnen in lodernden Feuer zu brennen. Menschen rennen um ihr Leben, stürzen hin.
Die Luft ist erstickend. Überall Mangel an Sauerstoff. Luft ist erstickend. Ja. Ja, wie Staub. Klar. Ersticken. Ja. Wer überall brennt, das ist doch... Hitze, Staub, ist klar. Ja, dann kriegst du keine Luft mehr. Die Kugel dreht sich in rasender Schnelligkeit, speit riesige Staubwolken aus. Der Staub senkt sich herab. Ja. Felsenbrocken fallen auf die Leute. Alle laufen in allen Richtungen. Es gibt keinen Ort, wohin man sich retten kann. Ja. Der speit riesige Staubwolken aus. Schon wieder Staub. Staubwolken. Der Staub senkt sich herab, kommt auf uns nieder. Ne? Wo die Leute nicht atmen können. Es gibt keinen Ort, wo man sich hin retten kann. Ne? Nee. Weil der Staub auch überall hinkommt. Natürlich. Es das ist eine Verbindung dazu mit dem Staub. Deswegen soll man ja Fenster und Türen ja machen. Ja, richtig. Ja. Ja. Es erheben sich Wellen in einem Gestade riesenhoch, überfluten das Land New York. Ja, da haben ja viele Menschen schon in den letzten Jahrzehnten Träume immer wieder gehabt, dass New York von einer riesigen Welle erfasst wird und alles dadurch unter der Welle begraben wird, dass die Hochhäuser umstürzen dadurch. Vielleicht stürzt ja dieses Gestein dort. Ins Meer. Naja, ins Meer. Richtig, und dann kannst du dir vorstellen, was dadurch für ein Tsunami entsteht. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, ist nochmal viel schlimmer als eine Wasserstoffbombe. Eine Wasserstoffbombe hat die Kraft von 1000 Hiroshima-Bomben. Aber so ein Asteroid, der da einschlägt, ne, der hat nochmal um ein Vielfaches nochmal höher. Ja. Unfassbar, ich weiß nicht wie viel. 5000, 10.000, vielleicht sogar mehr. Die kinetische Energie, die dabei freigesetzt wird. Ein Tsunami wird... Ja, biblisch sein. Soll man das überleben? Ja. Ich blicke in die Straßen einer großen Stadt. Die Leute zeigen zum Himmel hinauf. Sie sind von großem Leid gezeichnet. Sie laufen und sie schreien. Ja, die zeigen alle auf den Himmel und zeigen alle auf diesen Asteroiden. Da kommt das feurige Baller. Ja. Die Mütter mit ihren Kindern am Arm rennen, mit vielen anderen aus der Stadt ins Land hinaus. Und während sie zurückschauen, höre ich eine gewaltige Stimme. Schaut nicht zurück, nehmt euch Habe und flieht. Oh, ich schaue hin und sehe, die Leiber brennen, sie werden ganz schwarz, sie brennen. Tja, das ist vielleicht immer noch von dem Asteroid, weiß ich aber nicht, geschildert. Ja. Vielleicht aber auch von atomaren Raketen, die einschlagen. Ist ja auch geschildert worden. Ja, aber hier es geht ja um die Wellen, das große, um die Wellen, dass die Menschen dann fliehen werden. Ja, aber es ist ja Feuer im Spiel, ne? Ja, es ist Feuer im Spiel. Schaut nicht zurück, nehmt Habe und flieht. Er soll ja nicht direkt da in New York einschlagen, ne? Davon ist ja nicht die Rede. Da kann man ja sagen, dass es eine Rakete ist. Und da ist eine Ebene, aus der hebt sich ein Rauch. Da sieht er eine Fläche ähnlich, wo einmal eine Stadt gewesen sein muss. Sie ist zusammengefallen, eingesunken wie ein Kartenhaus. Jetzt sehe ich nur eine Wüste. Nichts ist mehr da. Alles ist still. Wo die große Stadt gewesen ist, nichts. Ja, die große Stadt New York ist dann nichts mehr da. Ist nur noch anstelle von New York eine Wüste. Hammer. Ja. Ja, wenn da irgendwas einschlägt, erstmal ins Meer fällt ja was. Genau, der Hauptasteroid fällt vielleicht ins Meer, wie wir gesagt haben. Diese große Welle. Ja, aber er verliert ja auch bei dem Eintritt der Atmosphäre verliert er ja auch Stücke. Und wenn die Stücke groß genug sind und dann zum Beispiel New York treffen, dann gibt es dann auf Land einen Einschlag, der mit einer Atombombe vergleichbar wäre. Ja, aber allein schon durch die ganzen, durch diese Asche, durch die Vulkanausbrüche, die durch diesen Einschlag, sage ich mal, passiert sein können. Da kann alles passieren. Und da ist klar, dass alles weg, die Bäume werden kaputt gehen. Richtig. Aber es gibt ja auch Schilderungen von anderen Prophetien, wo in denen gesagt wird, dass einige Städte von Amerika durch atomare Raketen auch getroffen werden. Wir wissen halt nicht. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es von einem Asteroid beschrieben ist, hier in dem Zusammenhang. Oh, ich sehe einen großen Blitz, einen Ausbruch von Feuer. Und das Wasser erhebt sich riesenhoch. Und auch diese Küste löst sich auf und versinkt im Wasser. Tja, da ist zum Beispiel hier so ein Einschlag beschrieben. Ich sehe einen großen Blitz, einen Ausbruch von Feuer. Und das Wasser erhebt sich riesenhoch. Also muss ein Stück von dem Asteroid ja ins Meer fallen. Sonst wird es ja keine Welle geben. Ne? Unsere liebe Frau zeigt nach oben.
Da zeigt sich ein riesengroßer Ball. Er kommt mit großer Schnelligkeit über den Himmel. Man sieht seinen ganzen Umfang. Er ist orangefarben und glühend und sehr heiß. Ja, typischer Himmelskörper, typischer Asteroid, der in die Atmosphäre eintaucht. Der brennt, ist heiß, ne? Ja. Wir haben es geschafft. Das war wirklich sehr, sehr viel. Oh ja, das war sehr, sehr viel und sehr detailreich. Ja. Ja, wann kommt jetzt nun der dritte Weltkrieg? Kann man zusammenfassen? Wir wissen es nicht. Ein Datum gibt es nicht, nee. Werden wir auch nicht sagen. Ne? Nee. Macht auch keinen Sinn. Man kann den dritten Weltkrieg, wie gesagt, nur anhand der Vorzeichen erkennen, wenn es irgendwann richtig soweit ist. Ja. Definitiv dann, im Sommer, an irgendeinem Sommer nach der Ernte. Richtig. Türkei-Griechenland ist ein großes Zeichen. Mhm. Ja, genau. Und dieser Krieg muss erstmal kommen. Genau. Woher kommt, ist ja gar nicht dran zu denken. Und die große Konferenz, wo der dritte Hochgestellte ermordet wird. Wenn wir das sehen, wo wir denken, es wird Krieg, wenn diese Konferenz nicht stattfindet, dann wird ein Weltkrieg passieren. Und die Menschen haben dann durch diese Friedenskonferenz Hoffnung. Da wissen wir ja, die täuschen uns ja. Mhm. Dann ist es wirklich schon fast soweit. Ja, und ihr solltet schon vorher vorbereitet sein. Ihr solltet vorher schon, jetzt schon am besten Vorräte anschaffen, ne? Wo ihr das alles in Ruhe machen könnt und nicht erst dann. Weil wenn ihr das zu spät macht, dann hat es keinen Sinn mehr. Genau, und wir wissen ja, dass der Krieg ja nicht lange dauern wird. Wir vermuten so circa 3 Monate, so laut der Prophetiezeit 3 Monate. Aber die meisten Menschen werden auch während der 3 Tage Finsternis sterben. Deswegen müssen wir da auch gucken, dass wir auch vorbereitet sind für diese 3 Tage, dass wir, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo hingeht, im Bunker oder Keller, ich weiß es ja nicht, oder vielleicht auch zu Hause, vielleicht kann man auch zu Hause einfach bleiben, in der Wohnung. Ja. Die Fenster mit Pappe verschließen, luftdicht machen. Ne, wie gesagt, über diese 3 Tage Finsternis werden wir nochmal detaillierter darüber sprechen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Quellen, die sich vergleichen lassen können. Aber es sieht so aus, wir haben ja jetzt mehrere Prophetien verglichen, dass der dritte Weltkrieg wirklich kommen wird. Ja. Ja, sieht alles danach aus. Ich kann das ja nur immer wieder betonen. Wenn man sich die ganze Weltlage anguckt, es wird alles nicht besser. Es verschärft sich. Die Konflikte werden zahlreicher, die Konflikte, die da sind, die werden extremer. Internationale Spannungen werden auch nicht gerade weniger, auch immer mehr. Politische Spannungen nehmen auch zu. Unter den Menschen auch die Spannungen. Ja. Wir haben einen deutlichen Kalten Krieg wieder. Ist schon lange da. Ja. Schon lange. Seit 2014 ist der Kalte Krieg wieder deutlich da. Jetzt passieren diese Stellvertreterkriege in manchen Ländern. Mhm. Ist nicht mehr so eindeutig wie früher. Dann hat man das Land dem Krieg erklärt. Das ist jetzt überall woanders. In Syrien, in Ukraine. Ja. Wer weiß dann noch, in Türkei oder Griechenland, was dann noch passieren wird. Ja. Und steht die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten ins Haus. Ist nicht vorbei. Wird nur kaschiert. Aber es ist nicht aufzuhalten. Der Crash wird auf jeden Fall kommen, ja. Ja, das wird der größte der Weltgeschichte. Also kann man sich ja schon ausmalen, was für Konsequenzen das hat. Und wenn wir kein Geld mehr haben, wenn die Menschen nicht mehr an die Bank gehen können, also nicht mehr ans Geld können, dann gibt es Aufstände, Bürgerkrieg. Mhm. Also dann, dann wird das richtig schlecht sein. Mhm. Dann ist Ende. Jetzt sind sie alle vielleicht noch alle ruhig, aber wenn es ans Geld geht, sage ich euch, dann wird auch selbst der Deutsche sich rühren. Wenn die einen dann klar machen wollen, die Banken sind gecrashed und euer Geld ist weg. Ja. Und ihr bekommt das auch nicht wieder. Aber leider müssen wir die Steuern jetzt auch erhöhen, um unseren Staat zu retten. Und die Leute haben nichts mehr. Nee. Ich glaube, dann ist Land unter dann. Dann werden die Leute sagen, ja, seid ihr bekloppt? Hm. Wie sollen wir denn jetzt noch zurande kommen? Wir können doch nicht mehr. Hm. Ja, die Menschen sind dann ihre Grenzen gekommen, so langsam. Ja, richtig. Hab gesagt, alles hat ein Haltbarkeitsdatum. Auch unsere ganze Gesellschaft, in der wir leben, unser ganzes System, in dem wir leben. Alles ist nicht für ewig. Ne? Alles ist vergänglich. Ja, jedes System, was es bis jetzt gegeben hat, jedes Reich ist nicht mehr da. Und das hat einen Grund. Weil alles eine Haltbarkeit hat, wie etwas zu essen. Hm. Und das hat auch ein Datum. Ja, wenn man an der Spitze angekommen ist und wenn es nicht mehr hochgeht, wo man meint, jetzt haben wir es erreicht, dann fällt man. Genau, richtig. Dann fällt man. Wie jeder Sportler. Kann nicht mehr hochgehen, das ist normal. Wie jeder Sportler, jeder Boxer. Zum Beispiel der eine Zeit lang absolut der Star ist. Ich bin oben. Aber irgendwann kommt der Tag, da wird jemand kommen, der besser ist. Und dann geht es nur abwärts. Aber ja, mit den ganzen anderen Kulturen ja auch. Ja, ne? Richtig. Was vorher waren.
Die Inka, Rom, Germanen, alles. Das waren alles Hochkulturen auch. Und alle mächtig. Mächtige Reiche. Und wo damals keiner dran geglaubt hat, dass dieses Reich zusammenfallen würde. Römische Reich zum Beispiel. Zu seiner Hochzeit im Zenit. Hätte doch keiner gesagt, dass es das nicht mehr irgendwann geben wird. Die haben doch alle gedacht, wir würden irgendwann die ganze Welt erobern. Ja, die wurden hochmutig. Das ist ja heutzutage ja auch nicht anders. Aber es kommen halt, so wie ich das sehe, von den ganzen Prophezeiungen, nicht nur vom Mensch gemacht, auch von der Natur gemacht, Umweltkatastrophen und jetzt die eine Aussage von Veronika Lüken mit dem Planet. Wer weiß. Auf jeden Fall ist Tatsache, es kommt eine dreitägige Finsternis, der dritte Weltkrieg, in dem Zusammenhang eine große Zerstörung. Passt alles zusammen. Macht auch alles absolut Sinn, wenn man all diese Quellen zusammennimmt, wie wir immer schon gesagt haben. Wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, dann kann man wirklich erkennen, dass das alles Sinn macht und dass das auch alles real ist in unserem Weltgeschehen. Okay, dann sind wir durch, würde ich sagen. Trotzdem, es ist ein sehr langes Video jetzt geworden, war gar nicht geplant. Nee, aber wir wollen das ja richtig machen und ausführlich machen. Und dann braucht es eben seine Zeit, die es braucht. Ne? Entweder man macht es richtig oder man macht es gar nicht. Das ist unsere Devise. Ja, ne? Genau. Aber trotzdem versucht die Mitte zu finden, zu suchen. Bleibt dabei. Ja. Wir hören uns. Genau, richtig. Bis zum nächsten Video, sagen wir dann mal. Ne? Genau, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.